Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. In der Kirche sagen wir gerne, deswegen möchte ich das auch gerne sagen, liebe Schwestern und Brüder. Mein Name ist Anne-Kathrin Finke. Ich bin die Hausherrin hier sozusagen. Ich bin als Pfarrerin in der Kirchengemeinde Heinersdorf tätig. Ein städtebauliches Projekt bringt uns heute zusammen. Es betrifft Blankenburg, es betrifft Heinersdorf. Die Kirche in Blankenburg ist deutlich kleiner. Deswegen fiel die Wahl auf diese Kirche und der Zuspruch, wir sehen es, ist sehr groß. Mir ist in den Tagen und Wochen jetzt vor dieser Veranstaltung immer wieder ein Wort aus der Bibel in den Sinn gekommen, ein Bibelvers aus einem Buch aus dem Alten Testament, dem Buch Jeremia: Suchet der Stadt Bestes. Das, finde ich, ist ein wunderbares Motto und das wäre eine wunderbare Überschrift über die Veranstaltung heute Abend. Suchet der Stadt Bestes. Jeremia schreibt das an Landsleute in einem Brief. Und das Ganze ist ganz furchtbar alt, 2500 Jahre ist das her, eine ganz andere Situation. Er schrieb es an Menschen, die in einer anderen Stadt lebten, in einem anderen Land, in der Ferne. Es war die Zeit des babylonischen Exils. Und er schreibt ihnen nun, dass sie sich dort in dieser fremden Stadt einbringen sollen, dass sie mitmachen sollen, dass sie sich nicht verschließen, sondern darauf einrichten sollen, längere Zeit dort zu bleiben und mit ihren Kräften mitwirken, dass es der Stadt gut geht. Wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch ihnen gut und darauf liegt der Segen Gottes. Deshalb fand ich, auch wenn die Situation damals eine andere war, dass es doch auch für uns Anknüpfungspunkte gibt und dass es auch für uns ein schönes Motto sein kann, dass wir der Stadt Bestes suchen. Es wird viele Informationen heute Abend geben und dazu wünsche ich uns ein gutes Miteinander, einen fruchtbaren Austausch und einen guten Abend. Und jetzt übergebe ich an Herrn Lang. Bitte schön. Ja, liebe Frau Finke, vielen Dank für diese gute Einstimmung und vielen Dank dafür, dass wir hier in der Kirche heute gemeinsam uns auf die Suche machen können nach dem Besten für die Stadt. Das ist ja eine tatsächlich große Aufgabe. Ich möchte Sie alle sehr herzlich willkommen heißen zu dieser ersten Informationsveranstaltung mit Betonung auf ersten zum Thema Neues Stadtquartier Blankenburger Süden. Mein Name ist Jochen Lang, ich bin im Berliner Senat Abteilungsleiter für Wohnungsbau unter anderem und kümmere mich gemeinsam mit meinen Kollegen um die Frage, wo können wir in Berlin mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Warum haben wir uns dem Blankenburger Pflasterweg oder einem neuen Quartier im Blankenburger Süden überhaupt zugewandt? Sie alle haben in den letzten Jahren genug davon gehört, dass Berlin wächst, dass wir mehr werden, dass wir Zuwanderung aus dem Umland haben, aus dem Ausland, dass aber Berlin auch selbst einfach größer wird, dass wir mehr Wohnungen brauchen für unsere neuen Berliner, aber auch für die alten Berlinerinnen und Berliner, die zu Hause ausziehen oder die aus anderen Gründen umziehen müssen, dass es immer schwieriger wird, eine Wohnung zu finden. Und dass wir deswegen dafür sorgen müssen, nicht nur Lückenschlüsse zu machen, nicht nur Dachgeschossausbau zu machen, nicht nur hier noch ein bisschen zu verdichten oder da noch ein bisschen zu verdichten, all das auch weiterzumachen, aber dass wir auch tatsächlich neue Wohnungen bauen müssen, neue Stadtquartiere entwickeln müssen. Dazu haben wir auch immer gesagt, wir wollen nicht nur Wohnungen bauen, wir wollen Stadt bauen, das heißt Städtebau zu machen. Zum Städtebau gehören eben nicht nur Wohnungen, dazu gehören auch Plätze, Schulen, Kindergärten, öffentlicher Raum und so weiter und so fort. Warum kamen wir überhaupt auf diese Gegend hier um den Blankenburger Pflasterweg? Dabei ist sehr, sehr wichtig, das ist eine landeseigene Fläche, die gehört nicht einer Privatperson, die gehört uns allen, der Stadt, dem Land Berlin. Das heißt, dort ist es möglich, bezahlbares Wohnen möglich zu machen,
wenn dort beispielsweise städtische Wohnungsbaugesellschaften bauen können, Genossenschaften bauen können oder andere eher am Gemeinwohl orientierte Bauherrinnen und Bauherren und damit bezahlbaren Wohnraum für Berlinerinnen und Berliner zu schaffen. Und vor allem dort kann Berlin selbst entscheiden, also dort kann die Stadtgesellschaft selbst entscheiden, was dort gebaut wird. Und wir sind nicht nur darauf angewiesen, über das Baurecht Vorgaben zu machen und zu lenken. Damit haben wir angefangen. Wenn man sich das nur mal ganz kurz anschaut, stellt man schnell fest, hier ist nicht nur Wohnungsbau nötig, hier ist Stadtentwicklung nötig. Stadtentwicklung im gerade beschriebenen Sinn. Es ist auch heute schon sinnvoll, sich hier sehr intensiv Gedanken zu machen über die Verkehrslage, über die soziale Infrastruktur, über den Bau von mehr Schulen für die Kinder, die ja auch glücklicherweise mehr geworden sind. Das ist heute schon sinnvoll. Es ist auf jeden Fall nötig, weil wir ja ein Wachstum in Berlin haben, weil überall in Berlin mehr Leute plötzlich wohnen, ob wir hier bauen oder nicht. Überall wird ein bisschen weiter verdichtet. Das heißt, noch mehr Leute, die mehr Auto fahren wollen, noch mehr Leute, die in die Schule wollen oder deren Kinder in die Schule müssen. Das heißt, es ist nötig, sich mit Stadtentwicklung hier zu beschäftigen und es ist auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, hier ein neues Stadtquartier zu entwickeln, hier in großem Umfang neue Wohnungen zu bauen, tausende von Wohnungen. Dafür ist es Voraussetzung, hier ein ordentliches Stadtentwicklungsprojekt gemeinsam zu beginnen. Und deswegen ist es wichtig, das von vornherein einzubetten in die Nachbarschaft, also in die umliegenden Stadtteile, hier einen neuen Stadtteil zu verflechten, einzubetten und das so zu machen, dass er eben einen Mehrwert bietet, zum Beispiel einen Beginn der Lösung der Verkehrsprobleme, die wir hier in der Gegend haben. Wir haben im Senat diese Idee entwickelt, haben den Diskurs mit dem Bezirksamt aufgenommen und wir haben uns dann sehr gefreut, dass es hier in der Gegend bereits ein Forum gibt, das Forum Blankenburger Süden, ein Forum von Bürgerinitiativen, die gesagt haben, lieber Senat, wenn ihr hier eine Idee habt, dann laden wir euch ein, das mit uns gemeinsam zu diskutieren. Und so haben wir uns praktisch gegenseitig eingeladen und gefunden, hier gemeinsam diesen Prozess zu starten. Und das hat uns sehr gefreut, hier gemeinsam etwas gestalten zu wollen. Und wir haben von Anfang an gesagt, dieses Quartier, was wir hier entwickeln wollen werden, das wird eine sehr gute Planung brauchen. Das heißt, für diese Region im Süden Blankenburgs, im Norden Heinersdorf, im Westen Malchow, sehr gute Planung, sehr gute fachliche Arbeit. Dazu gehören all diese Gutachten, die immer gemacht werden müssen, Verkehrsgutachten, ökologische Gutachten, Klimaschutz und so weiter und so fort. All diese fachlichen Fragen und es wird klare politische Entscheidungen brauchen und eine konsequente Umsetzung dieser politischen Entscheidungen, die allerdings noch ein gutes Stückchen vor uns liegen. Da ist vorher einiges an gemeinsamer Arbeit noch erforderlich. Und ich bin mir sicher, es wird vor allem eine sehr, sehr gute Kommunikation und Kooperation, also miteinander reden und zusammenarbeiten hier im Quartier mit Ihnen, mit uns erfordern. Denn Sie wissen das besser als ich, der ich in Neukölln wohne und nicht hier, dass wir hier sehr komplexe Probleme und Aufgaben haben, die alle miteinander zusammenhängen, also deswegen auch nicht ganz so einfach zu bearbeiten sind. Sie wissen aber auch viel besser als ich, dass es gerade hier in der Gegend eine sehr lange Geschichte von Planungen gibt, die dann vielleicht doch nicht umgesetzt werden konnten, die doch wieder verworfen werden mussten. Deswegen ist es mir sehr wichtig, dass wir gemeinsam hier Vertrauen aufbauen und auch pflegen. Vertrauen entsteht durch Erfahrung. Deswegen hoffe ich, dass wir gemeinsam die Erfahrung machen, dass wir hier gut miteinander umgehen. Denn Stadt geht nur gemeinsam, Stadtentwicklung geht nur gemeinsam. Deswegen geht diese Planung auch nur gemeinsam. Bisher ist eigentlich noch fast nichts geschehen. Es sind eigentlich nur drei Sachen geschehen. Erstens, die Idee ist entstanden, bezahlbaren Wohnraum im Blankenburger Süden im Zusammenhang mit der Lösung der Verkehrsprobleme und dem anderen, was ich angesprochen habe. Das war die Idee. Zweitens ist geschehen, wir haben eine sogenannte vorbereitende Untersuchung beauftragt. Was das genau ist, wird uns heute noch genau erklärt. Wichtig ist nur, eine solche vorbereitende Untersuchung dient unter anderem dazu, nicht nur zu planen, was man hier vielleicht machen kann, sondern wenn man hier eine größere Entwicklung annimmt, dann auch Bodenspekulationen zu vermeiden. Und deswegen muss man das sehr schnell beschließen und machen als Senat, kann danach erst mit der öffentlichen Diskussion beginnen, sonst würde es nicht funktionieren, weil sonst würde Bodenspekulation vielleicht schon beginnen. Deswegen ist das schon mal beschlossen und beauftragt worden, es fängt aber jetzt erst an. Das heißt, da ist auch noch nicht viel passiert. Und wir haben, das ist das Dritte, gesagt, weil wir hier eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit brauchen, haben wir Expertinnen gesucht und gefunden, die uns dabei helfen, einen gemeinsamen Arbeitsprozess zu organisieren. Das, was man immer Bürgerbeteiligung nennt. Das wollen wir auch gemeinsam gestalten. Das steht auch ganz am Anfang. Dazu werden wir nachher auch gleich noch einiges hören, in welcher
weil Sie sie alle eingeladen sind, sich hier einzumischen und auch diesen Prozess selbst schon mit uns zu gestalten, nicht nur das, was am Ende dabei rauskommen soll. Ich bin sehr froh, dass wir die ersten Überlegungen dazu nicht allein in der Verwaltung machen mussten, auch nicht allein mit dem Bezirksamt, sondern dass, wie gesagt, das Forum Blankenburger Süden gesagt hat, hey, wir sind da, macht das mit uns. Deswegen freue ich mich, dass wir diese Diskussion mit den Initiativen anfangen konnten. Wir wollen sie heute richtig starten, denn wie gesagt, das geht nur gemeinsam. Und deswegen bitte ich Sie alle sehr herzlich. Ich bin verdammt froh, dass Sie heute schon gekommen sind. Das halte ich für ein gutes Zeichen. Ich bitte Sie ganz herzlich, machen Sie mit, mischen Sie sich ein, weil wir können das nur gemeinsam machen. Und damit dieser gemeinsame Prozess gelingt, übergebe ich jetzt das Mikrofon an Frau Burgdorf, die uns gemeinsam durch den Abend führen wird. Vielen Dank. Herr Lang, bleiben Sie doch mal. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Es sind erstmal, glaube ich, für das, was wir von Ihnen erwartet haben, kaum Fragen offen geblieben. Mir ist nur noch nicht so ganz deutlich geworden, wann soll denn hier ungefähr gebaut werden? In was für Zeithorizonten denken wir eigentlich? Ich kann Ihnen jetzt kein Datum sagen. Und das werde ich auch nicht tun. Aber wir werden für diesen Prozess insgesamt sehr langen Atem brauchen, denn ich glaube, wir wissen alle, da greife ich jetzt ein bisschen vor, es geht auch um ein bisschen größere Fragen im Verkehr. Aber zum Zeitplan, der in den ersten Schritten gleich noch ein bisschen konkretisiert wird, wir reden jetzt erstmal über die Zeit bis Mitte 2018. Das ist auch in dem Faltblatt, ist da so ein kleiner Prozess aufgeschrieben. Da geht es mal um die Grundlagenplanung. Erst dann kann es um Bebauungspläne und Sonstiges gehen. Das heißt, es wird ein paar Jahre noch dauern, bis hier erstmals gebaut werden kann. Und wie gesagt, meines Erachtens ist es Voraussetzung, wir brauchen eine Lösung für den Verkehr, bevor man hier im nennenswerten Umfang Wohnungen bauen kann. Vielen Dank. Das war die Frage, die mir noch offen geblieben ist. Wir hören Sie und gleich noch. Sie haben nachher die Möglichkeit, Herrn Lang und ganz vielen Vertretern vom Senat Fragen zu stellen. Jetzt entlasse ich Sie erst einmal. Sehr geehrte Damen und Herren, neben mir steht Jule Fielitz. Ich bin Frauke Burgdorf. Wir haben gemeinsam mit Daniela Riedel die Aufgabe, dieses Kommunikations- und Partizipationskonzept, diese Bürgerbeteiligung gemeinsam im Dialog mit Ihnen zu gestalten. Und heute Abend dürfen wir moderieren. Wir wissen von diesem Glück seit 2 Wochen. Insofern bitten wir Sie auch zu entschuldigen, falls wir das ein oder andere noch nicht 100% richtig einordnen. Heute Abend haben wir die große Aufgabe, in einen Dialog zu treten. Wie läuft das ab? Wir haben jetzt verschiedene Interviews mit Verantwortlichen, die dafür verantwortlich sind, dass diese Idee zum Tragen kommen soll. Aus dem Senat, den Herrn Kirchner, aus dem Bezirk, den Herrn Benn. Wir haben aber auch die Bürgerinitiativen, die sich hier vorstellen werden, die sich bisher gekümmert haben. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Die bitte ich Sie zuzuhören. Und dann haben wir 20 Minuten, auch eine halbe Stunde Zeit für die erste Fragerunde. Also die erste Fragerunde. Und dann kommen die Fachleute. Dann kommt die Kollegin Riedel und erzählt, was ist überhaupt ein Kommunikationskonzept. Dann kommen die Kollegen Singer und Gersmeier und erzählen, was sind vorbereitende Untersuchungen, was für Fachleute kommen da eigentlich zusammen. Und auch der Herr Gerlach von der Senatsverwaltung wird dabei sein, der Herr Hofmann. Dann kommen sozusagen die Fachleute, die die Arbeit dann auch wirklich machen müssen, gemeinsam mit ihm, in Dialog mit ihnen. Und dann haben wir nochmal eine Rückfragerunde. Das ist wichtig, dass Sie wissen, es gibt sozusagen zweimal Möglichkeiten zu fragen und es gibt noch eine dritte Möglichkeit zu fragen. Sie haben diese Faltblätter, die Herr Lang erwähnt hat, und da sind Zettelchen drin. Und wenn Sie sich nicht melden wollen oder Ihnen eine Frage erstmal nicht so für die Öffentlichkeit erscheint, schreiben Sie es auf, geben Sie es an die Kolleginnen gleich. Wir sammeln das ein und es gibt das Versprechen des Senates, dass alle Fragen, die beantwortet werden und alle Fragen, die nicht beantwortet werden können im Moment, im Internet in ungefähr 3 Wochen aufgelistet sein werden, sodass Sie immer nachvollziehen können, welche Fragen waren da, welche Antworten haben wir. Bevor wir aber in den Verlauf weiter einsteigen, möchte ich noch was zur Kultur des Gespräches sagen. Man hat das gemerkt, als Sie hier angekommen sind, dass einige von Ihnen unruhig sind, weil sie auch Sorgen haben. Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Mir in der Nachbarschaft ist vor kurzem auch ein neues Wohngebiet entstanden und das berührt einen direkt. Das berührt das Eigentum, aber auch natürlich die sozialen Beziehungen. Darum wäre meine Bitte in alle Richtungen, damit meine ich die Vertreter des Senats, damit meine ich Sie als Menschen, die einfach hier sind, die Bürgerinitiativen, ich bitte um 3-mal Respekt. Das ist so eine Formel, die ich in meiner Berufserfahrung als Moderatorin entwickelt habe. Erstmal, der erste Respekt, den zollen wir damit, dass wir uns alle kurz fassen. Herr Lang hat sich kurz gefasst, ich höre auch gleich wieder auf. Damit schaffen wir Platz für den Nächsten, ganz wichtig. Das zweite Mal sollten wir Respekt zollen, indem wir bis zum Ende zuhören.
Manchmal hat man das Gefühl, ein Satz fängt an und man weiß schon, wie er aufhört. Aber es könnte sein, dass der Satz wirklich anders aufhört, als Sie es erwarten. Also fangen Sie nicht an zu protestieren, bevor das Wort gesprochen ist. Danach gerne, heute ist auch Protest erlaubt, um Gottes Willen, alles andere wäre nicht gut. Und dann wäre meine große Bitte, gerade an diejenigen, die nachher als Fachleute Antworten geben, antworten Sie bitte präzise. Ausweichen ist nicht erlaubt. Ja, weil das bringt nichts. Wir wollen als Kommunikationsbüro, dass die Fragen, die beantwortet werden können, beantwortet werden. Es kann aber heute auch Fragen geben, wo die Experten hier sagen müssen, wir wissen es noch nicht. Auch das müssten Sie dann, sagen wir mal, ernst nehmen, dass dieses wir wissen es noch nicht eine sehr ungewöhnliche Antwort ist, keine Antwort von Ahnungslosigkeit, sondern einfach von Ehrlichkeit. Man versucht Ihnen hier keinen Schmuh zu verkaufen. Jule, du bist gleich zuständig, um die Fragen einzusammeln. Wie läuft das ab? Wie läuft das ab, wenn die Fragen kommen? Wie arbeiten wir damit? Gut, erstmal, glaube ich, wollte ich noch zwei organisatorische Sachen vorab bringen. Und zwar die Fragenzettel hier, die Sie sehen, auf die du gerade, Frauke, schon hingewiesen hast, die werden später eingesammelt in diesen Feedbackboxen. Vielleicht kannst du die einmal hochhalten. Eine haben wir hier drin, eine steht aber auch beim Ausgang. Das heißt, wir werden heute Abend nicht dazu kommen, wahrscheinlich jede einzelne Ihrer Fragen zu beantworten. Deshalb geben Sie uns sie bitte mit nach Hause, dass sie beantwortet werden können. Falls irgendjemand früher gehen muss, bitte schon im Vorraum einfach uns dann abgeben. Und eine andere Sache noch, wir möchten gerne mit Ihnen in Kontakt treten. Und zwar, vielleicht wollen Sie auch in Zukunft informiert werden über die nächsten Veranstaltungen, die geplant sind. Dann haben wir Newsletterlisten, die werden wir gleich rumgeben. Und da würden wir Sie bitten, einfach, wenn Sie eine E-Mail-Adresse haben, uns sie mitzuteilen, dass wir Sie immer informiert halten können. Ja? Das geben wir gleich rum, wenn die Zettel voll sind. Wir haben noch mehr Zettel da. Wir würden uns freuen, wenn wir mit vielen von Ihnen Kontakt treten könnten. Dann hätte ich noch zwei weitere Ansagen. Und zwar einmal wird diese Veranstaltung da wird es einen Tonmitschnitt geben, ja, das heißt, die Veranstaltung wird aufgezeichnet einerseits und es wird fotografiert, auch der RBB ist heute Abend da. Das heißt, heute Abend sind wir alle live im Fernsehen zu sehen. Und habe ich noch was vergessen? Nee, eigentlich war es das. Zu den Fragen, im Prinzip müssen wir später in der Fragerunde sagen Sie einfach, was Sie bewegt, welche Fragen Sie bewegen, so wie du eingeführt hast, kurz und knapp, knackig. Wir werden das hier sortieren, Ihre Fragen, Bedenken, aber auch vielleicht haben Sie Informationen, vielleicht sagen Sie, mir ist ganz wichtig, achten Sie bitte darauf, auf dieses eine Gebiet da, das ist ein Naturschutzgebiet, da ist ein ganz wichtiges Tier, keine Ahnung, was Sie da bewegt, ja, aber teilen Sie uns einfach mit, Ihre Informationen auch, aber auch Ihre Ideen, wenn Sie schon Lösungsansätze im Kopf haben, wenn Sie sagen, da müsste man doch beachten das. Ja, bitte, wenn Sie jetzt in diesen Dialogprozess mit uns Bürgerinnen und Bürgern gehen, dann beachten Sie bitte. Dann Ihre Ideen, geben Sie uns die bitte auch mit. Ja, genau. Ja, Jule, ganz herzlichen Dank. Bleibt mir noch zu sagen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, sich in Newslettern einzutragen, sondern A, hat Herr Lang gerade versprochen, es wird eine zweite Veranstaltung, dann allerdings für diejenigen geben, die heute vielleicht nicht da waren. Und wir haben am 1. April schon die erste große Bürgerwerkstatt. Also am 1. April ist ein Samstag, Samstagnachmittag wahrscheinlich, die erste große Bürgerwerkstatt, sodass Sie, wenn Sie sich aktiv einbringen wollen, auch aktiv nochmal in die Debatte gehen wollen, schon wissen, heute Abend muss nicht alles besprochen werden, wir machen weiter. Dann freue ich mich jetzt, dass ich Herrn Kirchner begrüßen darf. Wo ist er denn überhaupt? Herr Kirchner, da ist er. Herr Kirchner, Sie sind ja ein bekanntes Gesicht im Pankow, haben jetzt aber eine andere Funktion. Vielleicht erzählen Sie kurz, wo Sie sozusagen herkommen, was Ihre Rolle war bis, sagen wir mal, Herbst letzten Jahres und für was Sie jetzt verantwortlich stehen, auch im Zusammenhang mit diesem Projekt. Naja, also ich komme aus dem Bezirk Pankow und war 10 Jahre lang Bezirksstadtrat und 5 Jahre davon Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und hatte sehr viel mit den großen und kleinen Wohnungsbau, aber auch Infrastrukturvorhaben zu tun, auch mit Verkehr, und habe mit den Bürgerinnen und Bürgern und der Stiftung Zukunft hier schon im März vorigen Jahres, wenn ich mich richtig entsinne, schon mal darüber nachgedacht, wie man frühzeitig
Bürgerbeteiligung entwickeln kann, eh schon die erste Bauplanung da ist. Und daraus ist dieses Projekt hier entstanden. Insofern freue ich mich, dass ich auch heute hier bin, weil seit dem 9. Dezember bin ich Staatssekretär für Verkehr und habe aber auch schon bei meiner Verabschiedung gesagt, sollte keiner glauben, dass ich nicht wieder zurückkomme nach Pankow, weil hier bin ich, weil ich habe unter anderem, was die großen Neubauvorhaben betrifft, gerade was die Verkehrslösungen betrifft, natürlich voll und ganz in meiner neuen beruflichen Rolle in Berlin mächtig damit zu tun, wenn es um Straßen, wenn es um ÖPNV geht, wenn es um die Koordinierung von Baustellen geht und, und. Jetzt sind Sie mittlerweile für ganz Berlin zuständig und wir haben im Vorfeld gehört, dass gerade das Thema Verkehr, sowohl der Autoverkehr, die Straßen, aber auch natürlich die Erschließung über Straßenbahnen und über den ÖPNV, dass es hier drückt im ganzen Gebiet, nicht nur an einer Stelle, sondern an ganz, ganz verschiedenen Enden. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sehr drückt es hier in der Gegend? Wie wollen Sie das angehen in diesem großen Berlin-Kontext? Kommt da diese Ecke von Stadt überhaupt vor im Moment? Ja, es würde mich jetzt wundern, wenn Pankow nicht mehr vorkommt in dieser Stadt und Heinersdorf schon erst recht nicht. Ja. Aber mal im Ernst, natürlich ist das hier wie in jeder Stadt, auch in jedem Stadtteil übrigens, äußerst kritisch. Und natürlich ist es im Nordostsektor besonders kritisch, weil wir haben ja nicht so große, viele leistungsfähige Radialen für den motorisierten Individualverkehr. Wir haben die B2, wir haben die Autobahnen und dann versickert das alles in den Wohngebieten und da konzentriert sich viel. Und deswegen bleibt uns wahrscheinlich auch nichts anderes übrig, als diese Infrastruktur im Straßenbereich auszubauen, leistungsfähig zu machen und aber den ÖPNV, den will ich ja überhaupt nicht vergessen, ebenfalls auszubauen und leistungsfähiger zu machen. Das geht dann schon über Straßenbahnausbau. Da hat die Koalition auch wichtige Beschlüsse gefasst, die übrigens jetzt schon anfangen zu wirken, gerade was die Verlängerung der M2 nach Blankenburg betrifft, aber auch die berühmte Linie 54 vom Baseldagplatz rüber zum S-Bahnhof Pankow, über den S-Bahnhof Heinersdorf. Die ist ja in dem bezirklichen Straßenbahnkonzept, Herr Schröder, wann war das? Vor 3, 4, 5 Jahren hier schon mal definiert worden und prompt ist er jetzt in einer Koalitionsverhandlung verankert. Als einer der Linien, die in den nächsten 4,5 bis 5 Jahren nicht bloß geplant, sondern auch schon begonnen werden soll zu bauen. Das ist sportlich. Aber das ist sportlich, um die Frage zu beantworten, ja. Das sieht nicht so aus, als ob Pankow vergessen wird. Okay, aber wenn man jetzt sagt, in 4,5 Jahren wird angefangen zu bauen mit einer neuen Linie, das heißt ja auch, ist es so, dass die Wohnungen erst kommen können, wenn die Infrastruktur ausgebaut ist? Man hat andere Erfahrungen gemacht in Berlin, dass immer mal versprochen wurde, es wird das und das geben und dann kamen die Wohnungen und es gab aber keine Entlastung. Wie ernst ist es Ihnen damit? Ich frage jetzt einmal mal so direkt. Ja, richtig ernst. Also die Frage verstehe ich nicht. Ich bin ja unter anderem Staatssekretär geworden, weil es mir so ernst ist. Und tatsächlich gibt es hier einen inneren Zusammenhang zwischen der Erschließung für neue Wohngebiete und die muss möglichst vorher passieren, weil das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, dass dann da 5.000 bis 6.000 oder wie viele Wohnungen auch immer existieren und dann tatsächlich die Leistungsfähigkeit im gesamten Verkehrsnetz nicht so ein Stück gestiegen ist. Mhm. Deswegen werden wir übrigens auch die A114 ausbauen. Deswegen wird ja auch die S-Bahn im Übrigen saniert. Mhm. Das ist ja nicht, um irgendwen zu ärgern, sondern damit das Netz leistungsfähig ist und auch leistungsfähiger werden kann. Im 10-Minuten-Takt nach Bernau wäre ja mal vielleicht eine gute Idee, ne? Und tatsächlich geht es dann auch darum, hier gerade in Malchow oder in den ganzen Querbeziehungen auch darüber nachzudenken, wie man die Verkehre bündelt oder wie man das möglicherweise durch andere Verkehrskonzepte neu gestaltet, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier was gebaut wird, was nicht mehr wie in den 70er Jahren geplant wird. Vierspurige Autostraße raus, hunderttausende Parkplätze vor den Häusern. Möglicherweise ist das ja eine andere Planung. Noch eine Frage so zum Schluss in unserem Dialog. Sie haben nachher noch die Möglichkeit, Herrn Kirchner, viele Fragen zu stellen. Wer ist denn bei Ihnen jetzt eigentlich oder was für Themen sind bei Ihnen alles berührt? Also wie viele Leute ungefähr arbeiten jetzt daran, hier, sagen wir mal, eine gute Stadtentwicklung aus der Perspektive Verkehr voranzuschieben? Wie muss man sich das vorstellen? Im Moment werden Verkehrsuntersuchungen gemacht für Trassen. Mhm. Ne? So, Trassenvarianten, das ist ja ein sehr technischer Begriff, da werden verschiedene Striche durch die Landschaft gemacht und dann wird geguckt, wo ist der Eingriff am stärksten, wo sind die verkehrlichen Wirkungen am stärksten, wo werden möglichst viele Leute mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes.
Und dann, da sind wir dabei. Das ist im Rahmen dieser Voruntersuchung. Der nächste Schritt ist, mit dem Nachtragshaushalt, der heute übrigens im Hauptausschuss schon beredet wurde, werden wir 12 neue Straßenbahnplaner einstellen. Wir haben regelmäßig eine Straßenbahnplanungsrunde jetzt eingerichtet, wo Frau Nikuta und ich und viele, viele Leute aus der BVG und von den Wasserbetrieben und von der VLB und so weiter regelmäßig steuern, dass diese Planung auch vorankommt. Monatlich treffen wir da uns. Und deswegen denke ich schon, werden wir, wenn das so richtig anläuft, ja, werden da viele, viele hunderte Leute nicht bloß planen, sondern dann möglichst auch bauen. Okay, vielen Dank, Herr Kirchner. Ist noch ein Aspekt von Ihrer Seite aus offen, den Sie gerne noch mit jetzt mitgeben wollen, was ich Sie nicht gefragt habe vielleicht? Sie haben doch um Kürze gebeten. Ja, ne? Wunderbar, genauso halten wir es. Herzlichen Dank, ich finde schön, dass Sie erstmal hier Rede und Antwort gestanden haben. Wir haben noch zwei Beiträge und würden dann die Fragerunde aufmachen. Ach so, ja klar, auf jeden Fall. Herr Kirchner, zu welcher Partei gehören Sie und Herr Lang zu welcher Partei? Herr Lang gehört, ist im Senat. Er ist Beamter? Er ist Beamter und für alle da. Ich bin auch für alle da, aber gehöre der Partei Bündnis 90 Die Grünen an. Vielen Dank für die Ergänzung. Entschuldigung, das habe ich in der Tat vergessen. Soll mir nicht vorkommen. Ich bitte allen anderen Rednern, sofern sie mit parteilichen oder auch anderen Interessen sprechen, das kurz zu sagen. Ist übrigens auch meine Bitte an Sie, wenn Sie sich nachher melden, dass Sie immer kurz nochmal sagen, vor welchem Hintergrund sprechen Sie, wo wohnen Sie, was ist Ihr Interesse vielleicht hier. Das wäre sehr schön. Jetzt darf ich hier oben den Herrn Ben begrüßen. Herr Ben, der Bürgermeister des Bezirkes Pankow. Herr Ben, da kommt eine ganze Menge auf Sie zu. Und das ist ja eigentlich, sagen wir mal, der Bereich des Planen und Bauen, das der Bezirk in wesentlichen Teilen auch macht. Jetzt haben Sie den Senat an der Seite. Was ist jetzt neu da dran? Und wie wird das für Sie auch als Bezirk ablaufen, diese Planung? Nein, neu daran ist, dass wir so ein großes Wohngebiet miteinander entwickeln, dass wir es gemeinsam entwickeln. In dieser Größenordnung gab es das in den letzten Jahren so in Pankow nicht. Neu ist im Übrigen auch, dass zumindest im Moment der Eindruck entsteht und die Veranstaltung heute bestätigt es auch ein bisschen, dass nicht der Senat sagt, wo es lang geht und wir tappeln hinterher, sondern dass Senat, Bezirk und die Leute, die da wohnen, gemeinsam so eine Planung miteinander auf die Schiene setzen. Das ist was, was wir alle so miteinander noch nicht gemacht haben, aber das ist was Positives und was Gutes, dass wir uns so gemeinsam auf den Weg machen. Aber wie gesagt, da hat keiner ein Patentrezept für in der Tasche. Das muss man tatsächlich miteinander entwickeln und wir als Bezirk und ich als Bürgermeister bin ziemlich fest entschlossen, dass wir da als Bezirk auch ganz aktiv mitspielen. Ich habe Sie natürlich jetzt auch vergessen zu fragen, für welche Partei stehen Sie? Die Linke. Die Linke, okay. Was erhoffen Sie sich von diesem Wohngebiet auch an positiven Impulsen für die Nachbarschaften, für Pankow als Bezirk, aber natürlich vor allem für die anliegenden, sowohl für die Erholungs- und Gartenanlagen, aber auch für die anliegenden Quartiere? Ich glaube, wir werden mit der Planung nur erfolgreich sein, wenn die Defizite, die es jetzt schon gibt in den umliegenden Ortsteilen, wenn diese Defizite im Rahmen der Planung mit bearbeitet und aufgelöst werden. Weil nur dann werden wir auch eine Akzeptanz finden in den umliegenden Ortsteilen. Da gibt es verkehrliche Probleme, da gibt es Probleme im Schulbereich, Freiflächen und so weiter und so fort. Deswegen ist die Entwicklung dieses Gebietes eine Chance, wenn wir es hinkriegen, diese Defizite im Rahmen dieser städtebaulichen Entwicklung eben auch aufzulösen und hier nicht ein Raumschiff landen zu lassen, sondern einen Stadtteil zu entwickeln, der sich einfügt in das, was wir haben, der es ergänzt, wo am Ende sozusagen alle was davon haben. Das wäre das Ziel der gemeinsamen Planung. Und da liegt auch die Chance drin. Ganz kurz nochmal nachgehakt, dieses Punkt, was Sie eben gesagt haben. Sie haben gesagt, es gibt verkehrliche Probleme, haben wir eben schon ansatzweise darüber gehört. Sie haben die Freiflächen erwähnt, die Schulen. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was sozusagen auch ohne das Wohngebiet gerade sich so in Veränderung befindet im Bezirk. Naja, alle wissen ja, das ist ja gar nichts Neues. Sie lesen ja auch Zeitungen, gucken Fernsehen, dass wir ein massives Problem haben in der Schulversorgung. Unsere Schulen laufen voll. Da ist in den letzten Jahren zu spät reagiert worden. Jetzt reagieren wir erstmal in der Not mit diesen modularen Ergänzungsbauten teilweise, also dass wir noch so eine Container auf die Schulhöfe stellen,
Das geht jetzt auch erstmal nicht anders, aber wir müssen in der mittleren Frist müssen wir tatsächlich Schulen richtig erweitern, da wo es möglich ist. Wir brauchen neue Schulstandorte, auch ohne die Entwicklung des Blankenburger Südens. Und wir haben schon lange ein Verkehrsproblem, sowohl hier im Heinersdorfer Zentrum als auch in den ganzen Magistralen, die rein und raus führen aus der Stadt. Wir haben eine Unterversorgung im öffentlichen Nahverkehr hier. Die Straßen sind teilweise zu eng für die Busse, sodass alle gemeinsam im Stau stehen. Also diese Probleme, die haben wir alle schon länger miteinander und die müssen sowieso angegangen werden. Und in den letzten Jahren, in den letzten vielen Jahren ist ja immer so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass der Pankower Norden sich da nicht so richtig ins Spiel bringen kann bei der Bearbeitung dieser Probleme. Und wenn jetzt so eine große Planung ansteht, dann ist das eben die Chance, die wir dann auch alle gemeinsam beim Schopf packen müssen, diese lang liegenden Probleme auch gleich mit zu bearbeiten, weil anders geht's gar nicht. Herr Lang hat das Thema bezahlbarer Wohnungsbau erwähnt, hat auch gesagt, dass es auf landeseigenen Flächen besonders einfacher oder etwas einfacher ist, als wenn man privaten Grund vorher erwerben muss. Wie wichtig ist Ihnen das als Politiker, als Bürgermeister, dass hier vor allem auch bezahlbarer Wohnungsbau entsteht? Ich könnte jetzt sagen, danke für Ihre Frage, weil das immer sozusagen eine schöne Möglichkeit, sich zu profilieren, aber darüber reden wir jetzt alle schon seit Jahren. Und natürlich jeden Politiker, den Sie fragen, jede Politikerin, die Sie fragen, wird Ihnen sagen, wir brauchen preiswerten Wohnraum. Weil es so ist. Weil die Mehrzahl der Berlinerinnen und Berliner sind Mieterinnen und Mieter. Wir haben eine ganze Reihe von Menschen in der Stadt, die keine Großverdiener sind, die auch keine Mittelverdiener sind, sondern die Kleinverdiener und Verdienerinnen sind. Das heißt, wir brauchen überwiegend preiswerten Wohnraum. Wir wollen aber auf der anderen Seite natürlich auch keine Armutssiedlungen schaffen. Das heißt, wir müssen in diesem neuen Gebiet einen Mix an Wohnungen herstellen, der mittlere Preisklasse ist, auch ein Teil höhere, untere Preisklasse. Aber die größten Defizite in der Stadt, die haben wir im Moment bei preiswertem Wohnraum. Und darum müssen wir auch bei dem Projekt versuchen, diesen Mangel an preiswertem Wohnraum auch ein Stück weit überproportional zu kompensieren für die Gesamtstadt. Eine Frage, die Ihnen nicht ganz so sehr zuspielt, ist die Frage nach den Kleingärten und nach der Erholungsanlage. Wir haben ja etliche Parzellen, die sehr große Tradition haben, ne? 1910er Jahre, 30er Jahre und viele, viele mehr. Das ist immens, was da drumherum ist. Diese Menschen haben natürlich Sorge, dass sich ihre Lage verschlechtern wird. Also klar, es wird gebaut, da wo vorher ein Feld war. Das ist erstmal tendenziell eine Verschlechterung. Aber sie haben natürlich auch Sorge, dass sich die Struktur verändern wird. Wie antworten Sie darauf im Moment? Es gab ja von Landesseite schon ganz andere Planungen hier zum Pankower Norden. Da waren ja auch schon eine ganze Reihe von Kleingartenanlagen in den Blick genommen für Wohnbebauung. Also ob das Hoffnungstal ist, Friedrichshöhe, Heinersdorf, Grüne Wiese, die Kleingartenanlage Hamburg, also einige von Ihnen werden das alles kennen. Das ist alles schon mal in den Blick genommen worden für Wohnbebauung. Da hat der Bezirk damals gesagt, das wollen wir nicht. Und diese Planungen sind inzwischen ja auch wieder vom Tisch. Insoweit ist da in der Auseinandersetzung auch schon, gibt es da auch schon ein paar kleine Erfolge. Worauf Sie möglicherweise jetzt anspielen, ist die Anlage Blankenburg, die riesige Anlage Blankenburg, die wir hier haben. Und da muss man niemandem irgendein X für ein U vormachen. Die Anlage Blankenburg wird sich verändern. Das wissen die Menschen dort auch. Wir waren ja auch schon mal kurz vor den Wahlen da auf so einer größeren Veranstaltung. Da waren ja ganz viele Menschen von der Anlage Blankenburg. Wie diese Veränderungen genau aussehen, wo wir dann am Ende landen, das ist alles offen. Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Aber es wird auch dort Veränderungen geben. Okay, das ist aber letztendlich auch ein Appell, sich in diesem anstehenden Verfahren zu beteiligen. Beteiligen für ein besseres Stück Stadt, aber auch natürlich beteiligen für die eigenen Interessen. Das tut man am Ende immer. Herr Benn, erst einmal herzlichen Dank. Gerne. Wir sehen uns bestimmt gleich nochmal wieder bei der Rückfragenrunde. Vielen Dank. So, jetzt haben wir die letzte Runde vor der Rückfragerunde, nämlich wir haben unterschiedliche bürgerschaftliche Initiativen. Nicht alle sind im klassischen Sinne Bürgerinitiativen, manche sind auch Vereine. Ich darf die Menschen, die wissen, dass sie nun gerufen sind, hier vorne zu sprechen, nach vorne bitten. Ich stelle sie auch gleich alle einzeln. Oh, da wird schon geklettert. Das ist eine sportliche Sache. Haben wir vielleicht noch ein Mikro, Jule oder Daniela? Ja? Das wäre gut, weil ich glaube, diese beiden Mikrofone reichen nicht aus. Stellen Sie sich gerne hier mit hin. Wunderbar. Herr Becker, kommen Sie direkt mal an meine Seite.
So, haben Sie alle ein bisschen Platz? Herr Kastantowitsch, können Sie ein bisschen rumrutschen oder sind Sie dann, Sie sind groß, vielleicht gehen Sie eine Stufe runter? Ja, so ist perfekt, also, dass wir auch alle sehen können, die hier stehen. Wenn ich Ihnen den Rücken zuwende oder irgendjemand, wir kriegen es nicht. Wollen Sie das so lange? Ja, wunderbar. Danke, Herr Becker. Was ich sagen wollte, ist, wir versuchen, Sie alle im Blick zu behalten. Sollten Sie sich nicht gesehen fühlen, einfach kurz und knapp hier rufen. Wir kommen dann irgendwie zu Ihnen. Herr Becker, Sie stehen hier neben mir und Sie sind in der Zukunftswerkstatt Heinersdorf aktiv und dort ganz besonders in der AG Stadtentwicklung. Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf macht ja nun mehr, als sich um den Blankenburger Süden kümmern. Vielleicht erzählen Sie das noch mal kurz, was so Ihre Anliegen sind und was Sie hier mit diesem Projekt zu tun haben. Bitte sehr. Genau, danke schön. Nehmen wir das. Vielen Dank. Ja, wir machen seit 10 Jahren eben Arbeit für den Stadtteil und dazu gehört unter anderem auch die städtebauliche Situation. Und Heinersdorf hat ja, wie wir alle wissen, so einiges an städtebaulichen Missständen zu bieten. Und wir sind schon seit langem im Dialog mit Politikern und Verwaltung, was man da tun kann. Und insofern finden wir es einen interessanten Prozess. Es ist verfrüht zu sagen, wie der ausgeht, aber wir finden es einen sehr interessanten Prozess, dass hier dieser Dialog stattfindet. Wir müssen uns das Mikrofon jetzt teilen. Wie viele Menschen sind denn bei Ihnen in der Zukunftswerkstatt Heinersdorf aktiv? Wie viele sind Sie mal in dieser AG Stadtentwicklung unterwegs? Also in der Zukunftswerkstatt insgesamt sind 110 Mitglieder im Moment und die AG Stadtentwicklung, das schwankt, aber da haben wir auf den Veranstaltungen, wo es dann um Entscheidungen geht, wie Positionspapiere, bis zu 25 Leute. Ich glaube, wir haben ein Mikrofonproblem. Was für Positionen haben Sie denn? Also wofür stehen Sie ein? Haben Sie schon Dinge, wo Sie jetzt Herrn Lang zugehört haben oder auch Herrn Kirchner oder Herrn Benn, wo Sie sagen, nee, genau da wollen wir nicht hin? Also wir haben natürlich ganz klar das Verkehrsproblem, das muss ich jetzt nicht näher ausführen, aber wenn es um das neue Stadtquartier geht, dann stellt sich zuerst die Frage, die Leute fahren ja hier durch, auf welche Weise tun sie das? Und wenn sie das auf den sowieso heute überlasteten Straßen tun, dann geht das gar nicht. Das heißt, ÖPNV spielt eine Rolle. So, jetzt geht das Mikro auch weg. Und dann haben wir zum Zweiten die Frage, wie findet eine städtebauliche Entwicklung so statt, dass es sich gut einfügt in die umgebenden Quartiere. Das heißt, wir wollen sicherlich kein Raumschiff dort. Und ich glaube, es ist Heinersdorf auch ein schlechter Dienst getan, wenn wir so eine Barrierewirkung aufbauen. Also ein großes Problem ist dieses Tiefbaugelände, wo ja so ein bisschen wie ein Stopfen in der Flasche ein Gewerbegebiet mit Großlogistik hin soll, wo sich natürlich die Frage stellt, wie verbindet sich das organisch? Ja. Und da wollen wir keinen Murks sehen, sondern da wollen wir eine organisch sinnvolle Lösung sehen. Okay. Und Sie haben ja auch selber, wie ich das wahrgenommen habe, ja gerne auch Zwischenapplaus, also das ist erlaubt, auf jeden Fall. Sie haben ja auch nicht nur, sagen wir mal, Forderungen, sondern Sie haben ja auch Wissen aufgebaut. Sie kennen sich ja als Heinersdorfer ganz besonders gut aus, haben sogar ein eigenes Buch geschrieben. Was würden Sie denn gerne jetzt den Expertinnen und Experten, auch mir, mit auf den Weg geben, wo wir echt aufpassen müssen, weil wir Sie nicht gut genug kennen und na, was wir verpassen könnten? Ich denke, wichtig ist zu verstehen, wie diese Struktur hier entstanden ist. Und man muss wissen, dass das eine, im Grunde genommen in den 20er Jahren, in Zeiten, wo die öffentliche Hand kein Geld gehabt hat, ist das hier alles entstanden, so ein bisschen als Stadtrandsiedlungen. Und da wird gerne mal von außen drauf geschaut, so nach dem Motto, ach, das ist alles nichts wert, da machen wir Beliebigkeit. Es gibt hier 7 Tankstellen und 5 Großmärkte, aber es gibt nichts, was für die lokale Bevölkerung da ist. Wenn da eine Verbesserung geschaffen werden kann, dann ist das eine große Chance und es muss gewertschätzt werden, was vorhanden ist. Natürlich ist das mit Eingriffen verbunden, das ist klar, aber man muss schon auch sorgsam damit umgehen. Man kann hier nicht einfach irgendwie durchholzen. Vielen Dank erstmal. Toll, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Ich gehe mal einfach dazwischen. Jetzt stehe ich, lassen Sie mich kurz dazwischen, das ist wunderbar, dann bin ich näher dran. Jetzt stehe ich, ach so, Herr Becker, ich habe eins vergessen. Sind Sie in einer Partei und vor was für einem fachlichen Hintergrund sprechen Sie selber? Ich bin in keiner Partei und ich bin auch ganz bewusst in keiner Partei, weil ich dieses ehrenamtliche Engagement als meinen Beitrag zur politischen Gestaltung wahrnehme. Und mein Engagement kommt daraus, dass ich einfach mit offenen Augen durch die Welt laufe und für mich für meine Nachbarschaft interessiere. Okay,
Vielen Dank. Herr Kühne, mit dieser Frage fange ich bei Ihnen einfach direkt mal an. Wer sind Sie eigentlich? Sind Sie in einer Partei? Nein, also so kann man das nicht sagen, aber ich habe natürlich ein Engagement, das mich auch beruflich prägt. Ich bin evangelischer Pfarrer in der Kirchengemeinde Berlin-Blankenburg. Und das ist mein Hintergrund, aus dem ich heraus auch denke und mitdenke. Sie stehen hier für die AG Stadtentwicklung Blankenburg, genau. Richtig? Ist genau. Das eigentlich, haben Sie sich zusammengegründet? Ist das sowas Ähnliches oder sind die unabhängig voneinander entstanden, diese beiden? Also ja, einfach nur, um den Hintergrund zu erläutern, auch die Geschichte ein bisschen zu verstehen. In Blankenburg gibt es den Runden Tisch. Das ist eine Plattform, auf der Initiativen, örtliche, lokale Akteure sich miteinander vernetzen. Und da ist unsere Kirchengemeinde eben ein Akteur. Und da habe ich auch Zugang bekommen eben zu den Problemen dort vor Ort. Und ich gehöre eigentlich zu einer Gruppe von Aktivisten, die dort am Runden Tisch eigentlich mit diesen Anliegen konfrontiert worden sind von Anfang an. Und wir uns dafür eingesetzt haben, dass dort ein Mehr an Bürgerbeteiligung sich entwickelt. Und da haben wir uns gegründet als Ableger des Runden Tisches, wenn man so will. Wann ist das passiert? Jetzt vor einem Jahr? Oder? No, das ist schon ein bisschen her. Ich kann mich erinnern, als Herr Kirchner das erste Mal zum Thema Verkehrsentwicklung im Blankenburger Raum geladen war, weil uns das alle auf den Nägeln brannte, da hat uns eigentlich das gepackt und da sind auch die ersten Ideen eigentlich für so eine AG Stadtentwicklung geboren. Was für Sorgen treibt denn die AG Stadtentwicklung um? Also Sie wollen sich aktiv einbringen, das ist was Positives, das geht nach vorne, aber Sie haben sicherlich auch ein paar Themen, ähnlich wie die Heinersdorfer, wo Sie sagen, Mann, das vergisst der Senat, oder? Ja. Also für uns ist vor allem wichtig, dass Blankenburg ja zu einer im Grunde dörflichen Struktur eigentlich gehört. Das ist ein ganz altes Dorf mit einem Dorfkern, einem sehr schönen, auch sehr gut erhaltenen Dorfkern im Unterschied zu Heinersdorf. Und unser Anliegen ist natürlich, dass sozusagen die Wärme, die von dieser Baulichkeit und von der die Atmosphäre, die dort entsteht, dass diese Wärme eben einfach erhalten bleibt. Und das erhoffen wir uns jedenfalls sehr, dass jetzt nicht ein kaltes eine kalte Struktur dahin gebaut wird. Und wir haben was wir für die Entwicklung, städtebauliche Entwicklung eben dieser Fläche einbringen können. Und das soll auch Berücksichtigung finden. Wenn Sie so in die Zukunft schauen mit der AG Stadtentwicklung, was denken Sie, kommt da jetzt gerade auf Sie zu? Wie viel Ehrenamt kann man da überhaupt, brauchen Sie noch Mitstreiter? Also das ist eine gute Frage, die mich hinlenkt auf unseren schönen Flyer. Den kann ich mal vorzeigen, den werden wir im Ausgang auch verteilen. Wir brauchen Sie alle als Mitgestaltende und Mitarbeitende, weil wir jetzt nicht einfach die Interessen Blankenburgs als solche vertreten können. Das müssen letztlich die politischen Parteien machen. Das ist deren Aufgabe. Die müssen die Abwägung machen. Die müssen auch entscheiden. Wir wollen die Politik in die Pflicht nehmen, das zu tun. Aber wir sind für Transparenz. Und wir sind dafür, dass, ich sag mal, das nicht an uns vorbei geplant wird. So. Okay, viel Erfolg dabei. Okay, wunderbar. Frau Hein, wir haben jetzt zum ersten Mal, wir haben zweimal Malchow hier oben. Frau Hein, Sie sind von Pro Malchower Lucht, das ist eine Bürgerinitiative, die sich anlässlich einer drohenden Planung gegründet hat. Vielleicht erzählen Sie uns erst einmal, warum ist diese Bürgerinitiative entstanden, für was setzen Sie sich ein? Also die Bürgerinitiative Pro Malchower Lucht gibt es jetzt seit einem Dreivierteljahr, glaube ich. Also ist entstanden ursprünglich aus Anlass des Bundesverkehrswegeplanes 2030. Da gab es auch eine Bürgerbeteiligung. Weiß nicht, wer von Ihnen sich daran beteiligt hat. Weiß auch, dass die Beteiligungszeit, die Frist, ganze stolze 6 Wochen betragen hat. Das ist einfach schon mal von sich aus, finde ich, eine Unfassbarkeit, wenn man sich überlegt, welche Tragweite diese Projekte haben, die in dem Bundesverkehrswegeplan schlussendlich beschlossen werden. Und ich persönlich zum Beispiel habe davon erfahren, 4 Wochen bevor bevor die Frist zu Ende war, dazu Stellung zu nehmen. Und dazu kam noch, dass man zu diesen Dossiers, die da veröffentlicht wurden, Stellung nehmen musste als eine Art Fachmann, der man als Bürger aber gar nicht ist. Also das war
so eine wirklich zum Himmel schreiende Art von Bürgerbeteiligung, das hat mich sehr geärgert. Und konkret gibt es eine ganz bestimmte Planung innerhalb dieses Bundesverkehrswegeplanes, warum sich die Bürgerinitiative Pro Malchauer Luch zusammengestellt hat. Und zwar geht es uns im Kern um den Schutz der Fläche zwischen Stadtansiedlung Malchow, Dorf Malchow, Malchower Chaussee und Blankenburger Pflasterweg. Und der Herr Ben hat es ja vorhin so schön gesagt, er möchte also, es geht darum, die Projekte einzubinden in das, was schon ist und was bis jetzt noch nicht Erwähnung gefunden hat, deswegen mache ich das jetzt mal an der Stelle, ist natürlich die Natur. Mhm. Also was die Frage ist doch, was ist die Stadt wert ohne Natur? Okay. Und wir haben... Da würde mich noch interessieren, also das ist Ihre zentrale Frage, sich sozusagen auch dafür einzusetzen, dass Freiraum in Qualität bleibt. Wie viele Menschen sind Sie denn ungefähr, dass man so ein Gespür dafür bekommt, wie viele Bürgerinitiativler da zusammenarbeiten? 15 bis jetzt. 15 Menschen und Sie können wahrscheinlich auch Mitstreiter gebrauchen? Oh, immer her damit. Immer her damit, okay. Ja. Ich wollte noch was sagen zu der Fläche und zwar die besondere Wichtigkeit, das, was uns am Herzen liegt, ist, also es gibt eine Webseite Pro Malchauer Luch, das kann man rauskriegen und da kann man auch unsere Argumente genau nachvollziehen. Im Kern ist uns vor allen Dingen wichtig zu sagen, dass vor allen Dingen unzerschnittene Landschaftsflächen als eine Art Refugium ganz besonders schützenswert sind. Und im Übrigen ist auch ein sogenanntes, das muss ich jetzt mal ablesen, ein naturnahes und seltenes Niedermoor da enthalten, in dieser Fläche, die ich gerade beschrieben habe. Und das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass das eben erhalten bleibt. Sagen Sie selber auch noch die Frage, die ich jetzt jedem stelle, sind Sie parteipolitisch engagiert und kommen Sie von irgendeinem fachlichen Hintergrund oder sind Sie einfach nur besonders engagierte Bürgerin? Ich bin einfach nur besonders engagierte Bürgerin. Ich bin nirgendwo parteilich engagiert und mir ist noch was zum Verkehr eingefallen. Ja, gerne. Unsere gerne Grundkritik mit. An dem Bundesverkehrswegeplan ist einfach die, dass hier Verkehr und Straßenbau sowas von gleichgesetzt wird und dass intelligente Verkehrskonzepte, zukunftsweisende Verkehrskonzepte, nahezu keine Rolle spielen. Das heißt, es wird Verkehr immer noch so gedacht wie vor 10, 20, 30 Jahren. Die Tatsache, dass zum Beispiel im motorisierter Individualverkehr in Zukunft ganz anders stattfinden wird, nämlich zum Beispiel in Form von viel mehr Carsharing, viel mehr Elektroautos, findet in keiner Weise irgendeine Beachtung. Und wir wollen natürlich, wir sind hier eigentlich auch, weil wir sind Nachbarn und wir sind der Meinung, dass dieser Fehler nicht auch nochmal in diesem Zusammenhang gemacht werden darf. Das heißt, Sie setzen sich schon gerne. Ganz wichtig, zwei Aspekte, die wir heute wirklich noch zu wenig beachtet haben. Die freie Landschaft und das Thema, sagen wir mal, Modal Split heißt es in der Fachbranche, aber auch, sagen wir mal, energieeffizientes Bewegen, sich bewegen. Intelligente, zukunftsweisende Verkehrskonzepte. Ja. Ja? Die nicht immer nur in Auto und in Straße denken. Das schreibt sich Herr Kirchner auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessieren würde... Er weiß es auch schon. Er kennt mich schon. Das ist klar. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben das so en passant gesagt, Sie sind Nachbarn dieses neuen Projektes, Sie setzen sich einerseits für Freiflächen ein. Sehen Sie denn da auch etwas Neues entstehen an den Rändern oder auf dem Feld und sagt Ihre Initiative auch, okay, wir haben in Berlin unsere Rolle, wir müssen hier auch Wohnungen entstehen lassen? Oder sagen Sie, nein, eigentlich möchten wir das gar nicht, eigentlich möchten wir die Wiese behalten? Nee, das würde ich so nicht sagen. Wir sagen nicht, dass wir die Wiese behalten wollen, sondern wir sind genauso mündige Bürger und Leute, die einsehen, dass Dinge sich verändern. Und wenn Herr Kirchner zum Beispiel sagt, naja, die Stadt wird größer und da muss halt mehr Verkehr, dann finde ich, ja, die Stadt wird größer, aber das heißt für mich ja nicht zwangsläufig, dass die Konzepte genauso so statisch mitwachsen. Ja, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Von daher denke ich, ganz gegensätzlich. Ich denke, so wie es Herr Ben auch gesagt hat, wenn man so ein neues Projekt macht, dann ist es immer auch eine neue Chance, Dinge besser zu machen, als man sie früher gemacht hat. Und das kann sich auch auf die Natur und auf den Verkehr beziehen oder muss sich auf den Verkehr beziehen. Im Übrigen sind wir auch der Meinung, wenn 5.000 bis 6.000 Wohnungen entstehen auf 70 Hektar, wir reden hier wirklich von 70 Hektar, das sind 70 Hektar, die versiegelt werden. Und versiegelt heißt, die sind verloren für die Natur. Dann wollen diese Menschen, die dort wohnen, die wollen auch vor die Tür und nicht irgendwie in eine Betonwüste treten, sondern die wollen grün vor der Nase. Ja.
Vielen herzlichen Dank, Frau Hein. Ja, danke sehr. Ich ziehe einen weiter, rutschen Sie so ein bisschen. Wird es hier zu eng? Jetzt stehe ich, wir sind fast einmal rum. Ich finde es aber spannend. So in Ruhe haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Jetzt stehe ich neben Frau Landgraf. Frau Landgraf ist von den Garten- und Siedlungsfreuden Erholungsanlage Blankenburg. Und Sie vertreten damit, ich will jetzt gar nicht die genaue Zahl sagen, aber es sind viele hundert Parzellen, Nutzerinnen und Nutzer und vor allem eine ganz, ganz alte Tradition. Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz etwas für die, die es, also eigentlich wissen alle, was es ist, aber dass Sie noch mal Ihre Rolle kurz sagen. Was machen Sie dort? Selbstverständlich. Also ich bin die oberste Interessenvertreterin von fast 4000 Menschen, die in der Erholungsanlage wohnen und sich erholen. Ganz, ganz viele sind heute hier, da freue ich mich sehr drüber. Wir sind also eine ehemalige Kleingartenanlage, seit 1909 am Markt quasi, bieten ganz viel Natur, sind heute schon ganz viele Schlagworte gefallen, Verkehr und Natur, und sind hier dabei, uns gemeinsam zu erholen, hier zu leben, und uns treiben natürlich ganz genau dieselben Themen an, die schon ganz viel angesprochen wurden. Ohne eine verkehrliche Lösung kann natürlich nichts anderes vorher stattfinden, das ist ganz fest unsere Meinung. Und wir als 93 Hektar großes, Europas größtes grünes Gebiet, eine Erholungsanlage, als Kaltluftaustauschgebiet im Nordosten von Berlin, denke ich, soll so viel oder muss so viel zählen, dass das auch in Zukunft Bestand hat. Wir sind nicht gegen städtebauliche Entwicklung, das sind wir nicht. Und wie Herr Benz schon gesagt hat, dass es Veränderungen geben wird, ist uns bewusst. Aber mit Augenmaß, sozial verträglich für alle, die bei uns wohnen, sich bei uns erholen, aber auch rundherum, das ist das Nonplusultra. Sollte uns bewegen. Was erhoffen Sie sich denn, es wurde ja, Herr Lang hat das eingeleitet, Herr Benn hat es letztendlich auch gesagt, Veränderung muss sein, es wird auch hoffentlich Dinge zum Positiven werden sich verändern, der Verkehr ist schon häufig angesprochen worden. Was wünschen Sie sich für Erholungsanlage, dass sich mit diesem ganzen Entwicklungsprozess vielleicht zum Positiven verändert, wo Sie sagen, das würden wir gerne einbringen als etwas, wo wir auch Verbesserungen brauchen? Wir stehen auf dem Standpunkt, dass alle, die sich heute bei uns erholen und bei uns wohnen, dies auch noch möglichst in, ich sage jetzt mal, 100 Jahren tun sollen, können, müssen und auch besonders wollen. Das ist unser Ziel. Darauf arbeiten wir hin, dass praktisch die Anlage erhalten bleibt als großes Ganzes und nicht durch eine Tangentialverbindung Nord zerteilt wird. Es wird mögliche Verkehrsvarianten geben müssen, aber im gemeinsamen Miteinander praktisch zu lösen, gemeinsam darüber zu sprechen, wie es am verträglichsten für uns alle ist. Auch für die 6000 ankommenden neuen zu belegenden Wohneinheiten. Genau, die auch, wie wir gehört haben, ganz sicher einen Bezug zum Grünen, zur Erholung brauchen, haben wollen. Da haben Sie nicht nur ein kleines Maß, sondern riesige Erfahrung. Ganz kurz nochmal zum Thema Information. Sie haben das gesagt, mit uns verhandeln. Wie ist denn im Moment Ihre Stimmung in der Erholungsanlage? Sind die Menschen gut informiert? Was erhoffen Sie sich auch von diesem Prozess, der jetzt startet? Also wir sind schon der Meinung, dass es ganz viel Informationen geben muss, haben das auch ganz stark bei uns propagiert, fühlen uns, denke ich, mitgenommen. Es gibt ganz viele Unsicherheiten, gerade unsere älteren Nutzer, Eigentümer, Erholungssuchenden. Was denn wird in 5 oder in 10 Jahren? Behalte ich meinen Garten? Kann ich hier bleiben? Wie wird es, wenn ein Stück Land gebraucht wird? Was passiert? Und das sind die dringendsten Fragen. Ist meines Hierbleibens noch recht lange ist es gesichert oder nicht? Und darauf müssen wir Fragen stellen, Antworten bekommen, sehr gerne auch am 1.4. und darüber hinaus. Wir sind dabei. Okay, schön, das freut mich sehr. Danke sehr. So, wir gehen zum zweiten Mal nach Malchow. Neben mir steht der Herr Günther von Wir für Malchow e.V., ein Verein,
der sich für die Interessen des Malchows einsetzt, soweit ich es wahrgenommen habe, und sich auch in diesem Kontext hier sehr engagiert. Was macht Wir für Malchow? Wir für Malchow hat sich heute vor 8 Jahren, das ist zufällig, gegründet. Ein Hauptgrund für die Gründung von dem Verein war die Verkehrssituation, die Verkehrsproblematik in Malchow. Wir haben ungefähr 26.000 Querungen am Tag. Wenn man jetzt davon ausgeht, viele wissen es ja auch schon, es geht ja um andere Verkehrsgeschichten auch, die Erneuerung der Dorfstraße durch Malchow wird jetzt ungefähr genauso lange hinausgezögert oder aufgeschoben wie die Eröffnung vom neuen Flugplatz, steht jetzt wieder mal für 2017 an. Dann wird es bei uns erstmal ruhig, weil dann bloß noch der halbe Verkehr geht, aber irgendwann wird es dann ganz sehr viel mehr und für alle anderen ringsherum wird es sehr viel mehr. Machen wir uns aber nichts vor, wenn 6.000 neue Wohnungen gebaut werden, irgendwann die Karo Nord Stichstraße zur Bundesstraße 2 mal fertig ist, gibt es nicht weniger Verkehr. Durch Malchow geht heute, ich kann in dem Dorf bauen und machen, was ich will, da geht nie mehr durch. Es gibt 2 Nadelöhre, einmal so in der Höhe Wartenberger Weg, also wo früher die Feuerwache war, einmal in dem Bereich vom Grünen Campus Malchow, von der Malchower Schule, da passt nicht mehr rein als heute. Das war ein Hauptgrund, diesen Verein zu gründen. Wir sind parteipolitisch komplett unabhängig, nicht konfessionell gebunden, sondern für jedermann offen. Ist richtig, genau, sind gut 30 Mitglieder bei 500 Einwohnern in Malchow, ist eine relativ gute Quote. Wir sind ja nun mal politisch der kleinste Ortsteil von Malchow geworden. Früher gab es mal 7 Siedlungen ringsherum, die sind politisch heute anders zugeordnet. Wir sind das letzte Straßendorf in Malchow, was als solches noch erhalten ist. Wir finden das gut, dass wir angesprochen wurden, hier mitmachen zu dürfen, als der 1 Kilometer Lichtenberg ringsherum ist ja Pankow, davor ist Pankow, dahinter ist Pankow. In Lichtenberg heißt es immer, was, Malchow, das ist noch Berlin, sogar Lichtenberg. Und insofern ist es schon sehr schön, dass man dann hier also Gehör finden kann. Was sind denn die größten Sorgen, die Sie in Ihrem Verein umtreiben, wenn Sie hören, hier entsteht ein neues Stadtquartier? Und natürlich der Verkehr, das wissen wir, aber gibt es andere Sorgen? Wir hatten den dörflichen Charakter als Thema. Man ist sich hier nah, man kennt sich ganz offensichtlich. Was gibt es noch für Themen? Andere Sorgen nicht wirklich. Bundesverkehrswegeplan ist schon mal angesprochen worden. Die westliche Umfahrung von Malchow ist seit 1936 im Flächennutzungsplan drin, also insofern nicht ganz frisch und aktuell, auch wenn der Bundesverkehrswegeplan 2030 jetzt ein neuer ist. Auch die Trasse, die jetzt da mal eingezeichnet ist, ist ja auch nur eine Idee und ein Strich in der Landschaft. Das ist ja nichts Festgelegtes. Durchs Dorf geht es nicht anders, also da muss was anderes passieren. Unser Hauptproblem ist der Verkehr im Dorf. Ansonsten sehen wir viel, viel mehr Chancen und Entwicklungspotenzial, dass man also auch sagen kann, wenn ich so einen Kleinod noch habe, wie es sein kann, im Augenblick ist es ein geteiltes Dorf, dann gibt es Chancen und Möglichkeiten auch für die neuen Bewohner, also die auch willkommen zu heißen. Ich bin auch nicht gegen Natur, aber ich denke auch, die Menschen sind irgendwo Natur, also um die geht es schon auch. Mhm. Haben Sie in Ihrem Verein, Wir von Malchow, für die jetzt unabhängig von diesem Prozess hier eigene Ziele, wo Sie sagen, daran arbeiten wir, das machen wir, wenn Sie werben würden, also dass Menschen mitwirken, was ist sozusagen Ihr Programm? Wir machen viele Sachen in Malchow. Das größte Projekt, was im Augenblick läuft, ist die Wiederherstellung des Grundrisses der Kirche in Malchow, die ja in den letzten Kriegstagen 45 gesprengt wurde. Wir haben im vergangenen Jahr angefangen, haben ein bisschen Geld zusammenbekommen, sind jetzt also dabei, quasi diesen alten Grundriss wiederherzustellen, das ein bisschen erlebbar zu machen, auch da Kultur in irgendeiner Form zu erhalten. Ein Projekt, wir haben eine Internetseite, Wir für Malchow e.V., da kann man so ein bisschen was sehen, was ansonsten mal läuft. Aber das heißt, auch bei Ihnen kann man viel lernen über die historischen Wurzeln des Standortes und das heißt, wir auch als Kommunikationsbüro kommen gut bei Ihnen vorbei, am besten bei Ihnen vorbei, um zu wissen, wie es da tickt. Ja. Auf jeden Fall gerne. Gut, vielen Dank. Gehe ich zu meinem letzten Gesprächspartner, bitte sehr. Geben Sie das Mikrofon gerne weiter. Jetzt haben Sie 2 Mikrofone. Möchten Sie so ein bisschen rüberrutschen, dann stehe ich nicht direkt vor Ihnen. Herr Kastanzowitsch steht neben mir und das ist einer der ersten Menschen, die wir vom Kommunikationsbüro kennenlernen durften, weil er das Forum Blankenburger Süden moderiert. Das Forum Blankenburger Süden ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Das ist einer der jüngeren Clubs, die hier stehen, sage ich mal. Vielleicht beschreiben Sie kurz, wie das Forum zustande gekommen ist und was so sein Auftrag ist. Und schauen Sie gerne die Menschen mit an, die hier sitzen. Gerne. Als wir im Mitte letzten Jahres von Herrn Kirchner informiert worden waren, am runden Tisch,
dass es ein größeres Vorhaben des Landes Berlin gibt, hat es 2 Tage gedauert, bis wir uns getroffen haben und gesagt haben, wir gründen uns, da müssen wir was tun, weil es ist eine ganz besondere Chance, so frühzeitig sich mit Stadtentwicklung zu beschäftigen zu dürfen. Wir halten es alle für wichtig, dass eine gute Bürgerbeteiligung stattfindet, aber in der Vergangenheit, wissen Sie alle, es lief oft nicht so richtig. Und wir sind der Meinung, man darf nicht nur die Forderung stellen an den Senat, so eine Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe zu machen, man muss auch was selber dafür tun. Und was dafür tun heißt, wir wollen 3 Sachen fordern. Wir wollen Transparenz fordern. Transparenz heißt, wir wollen auch dem Senat auf die Finger hauen, wenn er mal Hinterzimmerpolitik macht. Offenheit heißt, es muss offen für alle sein, sich zu beteiligen an dem Prozess. Nicht nur die Anwohner, insbesondere die Anwohner, aber eben nicht nur. Es gibt auch andere Interessen von Menschen, die zur Arbeit fahren wollen und nicht im Stau stehen wollen. Und letztendlich eine faire Beteiligung. Was heißt, wir wollen nicht, dass die am lautesten schreien, auch das meiste Gehör haben. Das verstehen wir unter Fairness. Und wir haben dann versucht, Leute aus der BVV einzuladen. Die kamen. Wir haben dann das Ziel gehabt, den Senat einzubinden. Der kam auch. Wir haben uns jetzt dreimal getroffen. Und ich muss sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, was für eine offene und faire Beteiligung uns da angeboten worden war. Das ist ein Klima, das ich ganz außergewöhnlich finde und wo ich hoffe, dass der Funke überspringt auf ein Verfahren, das vielleicht mal was Neues ist. Es ist ein Experiment. Und ich glaube, ohne dass dieses Forum sich gegründet hätte, säßen wir heute nicht in dieser Form hier. Es ist ein Experiment, vielleicht geht's gut. Ich wünsche mir, dass die Beteiligung so ist, dass wir ernsthaft diskutieren, dass jeder seine Meinung auch wirklich sagt, nicht irgendwelche anderen Argumente vorschiebt. Alles ist erlaubt zu sagen, auch diskursiv, auch mit ganz harten Worten, aber so, dass man hinterher in die Kneipe gehen kann und miteinander ein Bier trinken kann. Das wünsche ich mir. Okay, im Anschluss ein Bier trinken. Gute Idee. Wie oft tagt dieses Forum Blankenburger Süden? Wer darf da alles kommen? Sind das Leute, die sich schon ganz gut auskennen? Was heißt das, wenn man da reinschnuppern möchte? Zu was verpflichtet man sich? Das Forum hat jetzt nicht so wie ein Verein eine Satzung. Es hat sich einfach ad hoc getroffen, weil wir uns am Runden die schon kannten. Da ist die Zukunftswerkstatt Heinersdorf da, da ist die Kirche da, da ist das runde Tisch da, da ist Malche dabei. Wir haben versucht, Leute anzusprechen, die Multiplikatoren sind. Wir kennen uns zum größten Teil auch schon. Es gibt jeweils einen neuen Termin, je nachdem, wie die Erfordernis ist. Auf der Dorfstätte Dorfanger Blankenburg, die ich nebenbei auch noch mache, stehen jeweils auch die Themen drauf, was da passiert. Wer Interesse hat, diesen Prozess zu begleiten, ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Um noch eines zu ergänzen, das Forum versteht sich weder als Planer, noch wollen wir Stellung nehmen. Das heißt, wir wollen diesen Prozess begleiten, aber wir werden nicht für oder gegen irgendwas sprechen. Dafür sind die Initiativen da, das sollen die tun, das müssen sie tun. Aber wer an diesem Prozess mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Jetzt sagen Sie mir noch ganz zum Schluss etwas zu Ihrer Person. Haben Sie eine Partei, mit der Sie sozusagen im Rücken hier stehen? Und warum machen Sie das und woher haben Sie auch, sagen wir mal, die Kenntnis, solche komplexen Prozesse zu steuern und auch zu moderieren? Wo kommen Sie fachlich her? Fachlich, ich bin Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, habe eine kleine Firma für Datenverarbeitung. Hätte mir vor acht Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal in einer Partei Mitglied werde, die bereit wäre, mich aufzunehmen. Das ist jetzt nicht von mir das Zitat, von Karl Valentin. Ich bin über eine Bürgerinitiative zur Politik gekommen, bin dann zu Bündnis 90 Die Grünen gegangen, habe dort seitdem ehrenamtlich ein bisschen was mit Verkehrspolitik gemacht, habe aber kein Amt. Das ist auch jetzt nicht eine Veranstaltung von Bündnis 90 Die Grünen, sondern ganz bewusst eine überparteiliche Veranstaltung. Das heißt, Sie haben im Forum auch Menschen mit unterschiedlichen Parteibüchern, Parteizugehörigkeiten dabei? Auf jeden Fall. Und die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Parteien ist fantastisch. Okay. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen und sagen, okay, was möchten Sie eigentlich, was am Ende dieses Sommers erreicht ist und was möchten Sie, was erreicht ist, bevor die ersten Baumaßnahmen beginnen? Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Ich wünsche mir, dass wir hier alle zusammen Maßstäbe setzen für ein neues Miteinander. Und um mal im größeren Stil zu sprechen, ich wünsche mir, dass wir einen Gegenpol setzen über unser Miteinander zu dem, was gerade in Amerika und in England passiert. Okay, vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Ihnen allen gebührt unser aller Respekt, weil Sie sich schon vor der Zeit engagiert haben, als sozusagen die Dinge erst ruchbar waren und weil Sie, Herr Lang hatte schon gesagt, dafür verantwortlich sind, dass wir heute hier stehen und die Routinen durchbrechen. Also darf ich Sie mit einem großen Applaus verabschieden, bevor wir in die erste Fragerunde gehen. Herzlichen Dank. So, Sie hatten lang genug Geduld. Wir sind natürlich unglaublich gespannt, was jetzt an Fragen kommt. Wir werden diese Fragen jeweils bündeln, so zu zwei, drei, wenn es viele sind, wenn es ganz wenige sind, natürlich nicht. Hier vorne habe ich eine Meldung, da habe ich eine Meldung, da habe ich eine Meldung. Okay, ich übergebe jetzt an die Jule, die organisiert die Rückmeldungen und ich organisiere, dass die Inhalte hier an die Wand kommen. Jule. Genau. Danke, das Mikrofon, ja super. Wir haben... Frage. Wir haben gedacht, wir haben viele Fragen hier im Raum. Wir wollen auch oben auf die Emporen gehen und wir werden es so machen. Wir, das Team von Zebralog hier, meine Kollegin Laura Höss und Svenja Bötticher, die werden mich dabei unterstützen. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal durch den Gang kommen. Ich werde eine Frage auf der Seite nehmen. Ich nehme eine Frage auf der Seite. In der Zwischenzeit geht meine Kollegin zu Ihnen hoch. Da gibt es bestimmt auch irgendwo eine Frage. Genau, und meine andere Kollegin geht auf die andere Empore, sodass wir die Möglichkeit haben, auch wenn Sie vielleicht etwas weiter weg sitzen, trotzdem Ihre Fragen auch hier zu stellen. Wir werden diese Fragen hier mit aufschreiben, das heißt, wir sammeln erstmal und werden die dann gebündelt beantworten, damit sie nicht verloren gehen. Werden meine Kollegin das hier wie gehabt aufschreiben. Ich sehe gerade, meine Kollegin hat eben auch schon gut mitgeschrieben. Genau, das werden wir mit Ihren Beiträgen jetzt auch machen. Gut, und Frauke, du bist im... Gut, dann gehe ich hier mal durch. Gibt es hier eine? Hier sehe ich eine Frage. Welche Frage haben Sie denn? Mein Name ist Joachim Fuchs. Ich bin aus der ältesten Kleingartenanlage in Berlin. Und zwar aus den Familiengärten in der Blankenburger Straße. Das liegt genau hinter dem Tiefbau und zwischen dem neuen Blankenburger Süden. Ja, 1893, so lange besteht unsere Anlage und die nennt sich nebenbei noch zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Wir sind über 200 Gärten und seit circa 5-6 Jahren sind wir in der Schwebe, was mit uns wird. Unsere Gärten gehören einer Aktiengesellschaft und die möchte natürlich gerne, dass dort gebaut werden kann. Ja. Wir möchten aber unsere Gärten erhalten, was die meisten Kleingärtner sind. Ich spreche hier nicht für alle. Einige von uns sind auch schon wieder so, dass sie sagen, wir möchten Siedlergärten draus machen. Aber ich meine, diese grüne Lunge zwischen dem neuen Blankenburger Süden und dem Tiefbau, die sollte erhalten bleiben. Das ist nur mein Angebot. Okay, vielen Dank. Ich gehe jetzt auf die andere Seite, weil wir viele Fragen hier haben. Ich gehe einmal zu Ihnen durch, oder es wird schwierig, ich gebe Ihnen einem das Mikro. Ja, guten Abend. Mein Name ist Michael Kopitzky, ich wohne seit 50 Jahren in Blankenburg und ich möchte mal Herrn Kirschner beim Wort nehmen. Er kann sich also nicht vorstellen, dass Wohnungen gebaut werden, ohne ein Infrastrukturprojekt vorher zu organisieren. Dann sage ich nur, schauen Sie bitte nach Karo Nord. Da haben wir auch schon mal an so einer Veranstaltung teilgenommen. Da gab es drei Bedingungen, die erfüllt werden mussten, um dieses Gebiet zu bauen. Die Schließung des S-Bahn-Rings von Wartenberg zum Karower Dreieck, die Anbindung zur B2 nach Lindenberg und die Autobahnauffahrt Buch. Wir alle wissen, alle drei Projekte sind nicht fertiggestellt worden, bis heute nicht. Und wir haben in Blankenburg jeden Morgen mit den Verkehrsnachrichten die Pole Position mit Berlins längstem Stau, nämlich 30 Minuten. Die Frage ist jetzt, bevor wir neue Wohnungen bauen, wann wollen wir diese oder wann wollen Sie diese Projekte denn erstmal fertigstellen, dass wir dort erstmal eine Entlastung bekommen, bevor wir über neue Bauten nachdenken? Gut. Habt ihr soweit es mitschreiben können? Ja? Wunderbar. Da oben gibt es hier eine Frage. Genau, hier oben auf der linken Empore habe ich jetzt nicht sofort eine Hand gesehen, aber jetzt gibt es eine Frage. Wenn Sie noch kurz Ihren Namen sagen können und woher Sie kommen. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Martin Gasolke. Ich habe die nächste Frage. Was soll denn mit den Muffs passieren, die da oben auch gebaut werden sollen?
Die Flüchtlingsunterkünfte, ja, die sind auch im Internet genau in diesem Rahmen mit beschrieben. Ja. Okay, haben wir aufgenommen. Wir werden das gleich. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Michael hat es ja so schön gesagt, der S-Bahnhof Blankenburg hat jetzt schon keine Parkplätze mehr. Zwischen Bernau und dem Alexanderplatz gibt es genau einen einzigen Park-and-Ride-Parkplatz. Wissen Sie, was da morgens los ist? Ich glaube, da stand die Frage dahinter, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es möglich, dass da mehr Parkplätze entstehen können? So, umformuliert einmal. Dann möchte ich einmal auf die andere Seite gehen. Ich schaue mal nach oben. Gab es da eine Frage? Svenja? Hallo, ja, Klaus Peterson, mein Name. Ich habe ein einfaches Zahlenproblem bei Ihrem Projekt. Von 70 Hektar ist dort die Rede mit 6.000 Wohnungen. Wenn ich mir das hochrechne, auf einen Quadratkilometer haben wir eine Bevölkerungsdichte dort von 17.500 Einwohnern. Zum Vergleich, das Märkische Viertel hat eine Bevölkerungsdichte von 12.200 zerdrückte Einwohner. Also das reine Zahlenwert macht mir da ein bisschen Angst. Wie können Sie mich da beruhigen? Gut, vielen Dank. Okay, ich frage hier, wir nehmen noch eine Frage mit auf. Gibt es hier unten eine Frage? Da waren wir noch nicht. Da meldet sich jemand? Nee? Gut. Hier war eine Frage, dann komme ich mal zu Ihnen. Marion Bölling ist mein Name, Kirchengemeinde Blankenburg. Ich habe die Frage, wenn da so viele Wohnungen gebaut werden, werden europäische Ausschreibungen gemacht oder baut die Gesobau oder die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften alleine? Denn das wären ja irgendwelche Containerbauten dann, oder wie? Okay, vielen Dank. Dann nachher wird es nochmal die Möglichkeit geben zu fragen, aber jetzt... Genau, wir haben, das ist jetzt... Wir machen gleich noch mal eine Runde. Ich würde sagen, ich brauche den Herrn Kirchner, ich brauche den Herrn Lang, ich brauche den Herrn Hofmann oder Hoffmann. Wo ist der Hoffmann? Der wird sich auch gleich vorstellen, bitte sehr. Und ich glaube, das reicht erstmal. Ne? Herr Kirchner, wir fangen mit Ihnen an. Da ging es um unfertige Projekte in Karo Nord, gemachte Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Das ist das eine. Und wie kann man sozusagen eine Garantie erzeugen, dass diese Erfahrung sich nicht wiederholt? Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig übersetzt. Tja, indem man die Fehler nicht nochmal macht. Das ist ja völlig berechtigt. Ist ja völlig berechtigt. Zum Beispiel der eine S-Bahnhof ist seinerzeit im Gespräch gewesen. Als besonderer direkter Anschluss an Karo Nord ist nicht gekommen. Ich denke, es ist sichtbar, welche Probleme das erzeugt, dass ausschließlich zwei Buslinien dann zum S-Bahnhof Karo erst fahren und umsteigen und so weiter. Das ist nicht ideal. Und insofern kann ich das Jan Schnodrig sagen und so nicht nochmal. Weil wir denken hier von der Innenstadt heraus und wir haben hier nochmal andere, bei diesem Projekt andere Voraussetzungen und andere Herausforderungen auch zu meistern. Herausforderungen deswegen, in Heinersdorf fährt eine Straßenbahn, schon mal nicht schlecht. Wir können die also verlängern, am besten bis zum S-Bahnhof Blankenburg, wenn nicht sogar da noch drüber hinaus, dann mit der Linie 50 zu verknüpfen, weil immer wenn Netze miteinander verknüpft werden, hat es erhebliche Auswirkungen auf die Nutzung. Ich will ein Beispiel sagen, als die M2 zum Alex verbunden wurde seinerzeit, das waren nur wenige hundert Meter, war plötzlich die M2 eine der Lieblingslinien der BVG, weil sie plötzlich voll war bis an den Rand und die BVG überlegt gerade, ob sie da noch was reinsetzen. Das ist ein Punkt, wo wir hier bei der Verkehrsplanung sehr wohl auch eher im größeren Maßstab denken müssen, bis dahin, dass dann die M4 vielleicht mal künftig verlängert wird, weil eine gute Verkehrsanbindung an dieses neue Wohngebiet ist essentielle Voraussetzung. Dann gab es die Frage zum Thema S-Bahnhof Blankenburg, wenn Sie da direkt anknüpfen möchten. Ich bin jetzt beim B2 und Autobahnanschluss, das geht leider nicht ganz kurz. Das ist eine lange Abwägung gewesen. Und dieser Autobahnanschluss seinerzeit, als er untersucht wurde, die öffentliche Veranstaltung war, fand ich sehr eindrucksvoll, weil es nüchtern nachgewiesen werden konnte, dass der schon eine Auswirkung hat, dass er aber dann tatsächlich dazu führt, dass die Karower Chaussee übrigens nach Süden und nach Norden eine plötzliche Belastung bekommt, wo keiner in Buch das mehr wollte. Es war ein ausdrücklich quasi Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
bedingtes Projekt. Und dann hat aber auch die Senatsverwaltung damals, wie ich finde, zu Recht gesagt, wenn die Karower Chaussee und auch die vierspurig ausgebaut werden muss, damit die entstandenen Verkehre dann da bewältigt werden, dann war das an der Grenze des Vorstellbaren. Deswegen ist die B2 dann, die Verbindung zwischen Karow und B2 ins Spiel gekommen. Und ich kann Ihnen eins sagen, ich bin jetzt seit 8 Wochen Staatssekretär und dieses Planfeststellungsverfahren wird in Kürze weitergehen, weil im Übrigen die 850 Einwendungen, ist ja nicht so, dass es nicht unumstritten war, die 850 Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern, übrigens aus Karow, die sagen, wir wollen das überhaupt nicht. Und das ist ein Eingriff in die Natur. Und wir wollen nicht den vielen Verkehr bei uns haben, die müssen erstmal bearbeitet werden. Und ich habe jetzt mich dafür auch eingesetzt, habe auch, die Abteilung ist praktischerweise jetzt bei mir, ja, habe mich dafür eingesetzt, dass dieses Planfeststellungsverfahren auch sofort weitergeht und wir im Laufe dieses Jahres dann schon auch noch zur Erörterungsveranstaltung kommen und das wird ein Stück Arbeit, 650 Einwendungen zu bearbeiten in einer Erörterungsveranstaltung ist dann gelebte Demokratie, aber macht Arbeit und dauert. Zum Park and Ride? Was? Nee, jetzt kommen okay. Wir mal wirklich zum Verkehr und reden mal Klartext. Im Übrigen, Moment, Herr Kirchner, ich möchte Sie bitten, ganz kurz ruhig zu sein und Sie. Wir hatten vorhin gesagt, nicht einfach zwischenrufen. Absturz. Oh, das ich jetzt lieber hier. War auf keinen, kommen Sie ein bisschen näher ran. Es wäre schön, ganz kurz, ich werde ihn unterbrechen und dann können wir auch noch mal reagieren. Ja, vielen Dank, Herr Kirchner. Also noch mal in Ruhe. Es geht nicht bloß um Blankenburg und Karow, es geht übrigens über den gesamten Nordostsektor. Der geht bis Bernau und Eberswalde. Der wird gerade in einer Korridoruntersuchung von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung meiner Abteilung Verkehr untersucht, weil wir nicht bloß dieses Vorhaben hier zu bewältigen haben, sondern zum Beispiel die 2.500 Wohnungen, die in Bernau gebaut werden. Und da ist kein Platz in der Altstadt für ein Park and Ride. Nicht wirklich. Es ist vielleicht ein Platz noch zusätzlich in Heinersdorf. Aber auch schon in Blankenburg wird es schwierig, weil die Deutsche Bahn nur bedingt bereit ist, den ehemaligen Güterbahnhof da an uns zu verkaufen. Und ich möchte eine Sache noch mal in Erinnerung rufen. Man müsste schon an jedem Bahnhof 1.000 bis 1.500 Stellplätze hinstellen, damit es wirklich eine Wirkung macht. Wirkung erzeugt. 1.500 Stellplätze in einem Parkhaus, stellen Sie sich das vor, das ist nur bedingt leistbar, weil übrigens auch die Stadt-Umland-Gemeinden wie Panketal oder Zepernick oder selbst Friedenstal, die sagen, wir sind doch nicht so doof und stellen uns hier ein Parkhaus hin, in Größenordnung, weil wir an diesen ÖPNV-Haltestellen, in dem Fall S-Bahn-Haltestellen, noch andere Sachen wollen, okay. Nämlich Rathäuser. Ich glaube, den Punkt haben wir jetzt. Jetzt nochmal meine Rückfrage dazu. Das kam vorhin in der Bürgerinitiativrunde. Das Thema intelligente Verkehrskonzepte, die sozusagen bei der Verkehrsvermeidung ansetzen. Sie haben das nochmal kurz kommentiert, haben gesagt, das machen Sie sowieso, aber vielleicht machen Sie es präzise und sagen, woran arbeiten Sie gerade? Was sind die intelligenten Verkehrskonzepte, die hier zum Tragen kommen werden? Ich hatte es schon erwähnt, wir arbeiten an der Verknüpfung von schienengebundenen ÖPNV-Netzen, Straßenbahn, S-Bahn, auch ganz utopisch vielleicht mal eine U-Bahn. Das ist jetzt aber für unser Leben nicht mehr so. Aber in einer wachsenden Stadt, denke ich, ist das auch durchaus ein Thema. Wir reden darüber, dass Wirtschaftsverkehre sich völlig neu sortieren. Eines der größten Probleme in Berlin, übrigens nicht bloß in der Innenstadt, sondern auch in der Mittelstadt und in den eher Außenbereichen, ist der Wirtschaftsverkehr, der dermaßen zugenommen hat. Und das sind nicht bloß die 40-Tonner, sondern auch die Kleinlaster und so weiter. Da geht es darum. Okay, das ist die andere Flanke quasi. Und wir reden ja insgesamt über Konzepte, wie Menschen mobil sind, ohne auf das Auto zu verzichten. Es muss aber nicht unbedingt das eigene sein. Ja. Da wurde vorhin gesagt, Carsharing. Es wurden andere, gibt ja auch andere Dienstleister mittlerweile in der Stadt. Und da setzen wir uns dafür ein, dass es nicht bloß in der Innenstadt prosperiert, sondern auch in den neuen Wohngebieten. Jetzt frage ich einfach nochmal die Daniela, die hier neben mir steht. Haben wir zum Verkehr die wichtigsten Fragen zumindest angeschnitten? Nein, nicht im Sinne von, was Sie alles noch für Fragen haben, sondern die Fragen, die gestellt wurden. Was haben wir noch? Es war E-Mobilität, intelligente Zukunftskonzepte gefragt. Es war nochmal die tangentiale Nord angesprochen worden, so als Bedenken, also weil die Flächen durchschneidet und Bundesverkehrswegeplan. Herr Kirchner, bitte versuchen Sie es so zum Punkt wie möglich, weil da kam eben der Kommentar, bitte ganz konkret antworten.
Es ist schwer, ich weiß, die Sachen sind komplex. Versuchen Sie es. Also die B2 hat eine wichtige Erschließungsfunktion. Es ist hier die Widersprüchlichkeit des Daseins deutlich geworden und die Sichtweisen, dass die Leute aus Waldschau sagen, wir brauchen eigentlich eine Umgehungsstraße. Andere sagen, die macht uns was kaputt. Das stimmt. Wir können das, glaube ich, nicht mehr lange aushalten, dass quasi halb Berlin in der B2 im Stau steht. Mhm. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass diese berühmte Tangentialverbindung Nord, ich laufe schon wieder Gefahr hier, die berühmte Tangentialverbindung Nord, glaube ich, überbewertet wird, weil dieses neue Wohngebiet muss auch erschlossen werden. Mhm. Zwangsläufig zur Belieferung. Menschen wollen ja da auch hinfahren zur Ver- und Entsorgung. Also wird es auch um Straßen gehen. Mhm. So. Was war das noch? Nö, das waren die im Moment wesentlichen Themen. So. Ich würde jetzt gerne zu... Und ich wollte bloß darauf nochmal hinweisen, dass tatsächlich, wenn es um Baustellen geht, ne, und die Abstimmung von Baustellen, dass dann tatsächlich das Gesamte betrachtet werden muss. Aber vielleicht können wir da noch später nochmal. Da kommen wir mit Sicherheit später noch dazu. Wenn jetzt geht es erstmal um die große und schwierige Frage Dichte. Wir haben jetzt zwei Personen hier vorne stehen, den Herrn Hoffmann, der das Team, jetzt darf ich nicht die falsche Funktion, stellen Sie sich kurz selber vor. Mein Name ist Klaus-Dieter Hoffmann. Ich bin Gruppenleiter für die ganzen Wohnungsneubauvorhaben größerer bzw. gesamtstädtischer Bedeutung im Nordostraum. Wie lange sind Sie schon im planenden Geschäft ungefähr? Seit 1989, beginnend mit dem Westberliner Teil und dann war ich auch schlagartig zuständig für Karo Nord. Mhm. Also insofern kenne ich die Genese eines großen Projektes mit allen Vor- und Nachteilen, mit Fehlern und positiven Dingen. Das Thema Dichte ist gerade angesprochen worden. Sie haben ja nun wirklich schon viele Gebiete konzipiert, entwickelt. Da wurde ein Vergleich gezogen. Was für Vergleiche haben Sie, die da passen würden? Ja, das ist ein übliches Problem. Also das, was man am besten vor Ort vergleichen kann, ist in der Tat Karo Nord, weil wir haben dort auf 86 Hektar 5.100 Wohnungen geplant. Gebaut sind bisher 4.600. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, umgerechnet, wenn man auch aus den Einfamilienhäusern da ein paar Stockwerke draufsetzt, dann entspricht das genau der Größenordnung. Und der Vergleich mit, sagen wir mal, eher der Scheibe, war der jetzt falsch oder in der Größenordnung, was die Quadratkilometerdichte angeht pro Einwohner? Nein, das ist immer eine Frage, was man miteinander vergleicht. Insofern sollte man das, was auch am nächsten liegt, einfach als Vergleich heranziehen. Und das ist das. Im Grunde genommen, wenn man ein realisiertes Projekt hat wie Karo Nord, dann entspricht es so in etwa der möglichen städtebaulichen Struktur. Aber da bewegen wir uns ja jetzt gerade erst hin. Mhm. Herr Lang, mindestens zwei Fragen sind noch für Sie. Einmal, wenn gebaut wird, wer baut und wie wird das reguliert, wer baut? Wird europäisch ausgeschrieben? Werden irgendwelche Bauträger gerufen, die da bauen sollen? Was haben Sie da im Moment auch im Kopf? Also wenn eine städtische Wohnungsbaugesellschaft baut, wird die eigentliche Bauleistung immer ausgeschrieben. Das ist nach Vergaberecht ohnehin vorgegeben. Aber was erstmal viel wichtiger ist, soweit sind wir ja noch lange nicht, was erstmal viel wichtiger ist, ist unser Anliegen. Wir wollen, dass auf einem landeseigenen Grundstück diejenigen bauen, die nicht so sehr gewinnorientiert sind, sondern die eher gemeinwohlorientiert sind. Und davon wollen wir eine gute Mischung haben. Und das sind für mich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Sicher nicht alle, aber sicher auch mehr als eine am Ende. Das sind Genossenschaften, etablierte, alte Genossenschaften, die schon viel Power, viel Kapital haben, aber gerne auch neue, die sich erst noch gründen und gerne auch noch ein bisschen was wie Baugruppen oder so, damit ein bisschen die bunte Mischung da ist. Entscheidend ist für mich auch hier die Vielfalt, dass eben nicht einer so ein Viertel hinstellt, so hat man das in den 60ern sich gedacht. Da baut man eben einer 13.000 Wohnungen, vermietet die aus einer Hand, nee, von vornherein gemischt, mit einem starken Anteil unser Eigentum, also unser aller Eigentum als landeseigene und gemeinwohlorientierte wie Genossenschaften. Und daraus ergibt sich schon automatisch, dass das eben auch eine städtebauliche Mischung werden muss, weil das jeder nach den Bedürfnissen seiner Mieter oder Mitglieder bauen wird. Jetzt haben wir als Vergleichspunkt Karo Nord, es gibt eine städtebauliche Dichte zu erzeugen, gemeinwohlorientiert und vorhin kam das Argument, ich glaube oben, aber hier unten kam es auch nochmal, wir haben hier bestimmte Traditionen in den umliegenden Dörfern. Es geht auch um eine Wärme, um eine Nähe. Was denken Sie dazu? Wie kann man diesen Veränderungsprozess hinbekommen? Auch da wieder der Aspekt der Vielfalt. Das ist ja nicht nur die Eigentümervielfalt, das ist jetzt die Vielfalt der Bezüge eines solchen Quartiers, das sich ja in alle Richtungen orientieren muss. Und auch da haben wir noch einige Schritte vor uns, bevor wir so weit kommen, aber nachdem wir durch diesen Prozess durch sind in der vorbereitenden Untersuchung, werden wir früher oder später über Städtebau reden müssen. Und da
kommen wir zu dem, was ich vorhin meinte, wir brauchen sehr gute Planung, dass die Fachleute, also die Planer, die Architekten, die Städtebauer sich hinsetzen und eben überlegen, was passt denn hier rein? Was kann in welche Richtungen sich wie anschließen? Was kann welche Aspekte der Nachbarschaft aufnehmen, damit das eben wirklich miteinander von vornherein verwächst und nicht, ich sage jetzt auch mal, soll man nicht sagen, wie es nicht wird, aber es wurde schon zweimal gesagt, es soll kein Raumschiff kommen. Dem kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall. Und diesen Prozess werden wir auch gemeinsam machen. Da werden wir nicht sagen, das macht jetzt mal ein kluger Planer und wenn er fertig ist, sagt er es uns, sondern auch das wird ein gemeinsam zu gestaltender Prozess sein. Dann kommen wir, ich glaube, zu der letzten unmittelbaren Frage und wichtigen Frage, die MOVES, mobile Unterkünfte, glaube ich, heißt das. Was ist da im Moment, da wird ja auch verändert, abgerissen, da gibt es so einen Unsicherheitsfaktor gerade. Also zum Thema Flüchtlingsunterkunft auf dem Blankenburger Pflasterweg. Es ist richtig, es gab die Idee, die Planung, dort ein sogenanntes MOVE zu bauen, eine modulare Unterkunft für Flüchtlinge. Das sollte ursprünglich die HOVOG bauen. Diese Pläne werden nicht weiterverfolgt. Es gibt zurzeit keine Planungen mehr, dort eine solche Unterkunft zu bauen, weil es einfach technisch, logistisch und so weiter nicht funktioniert hätte. Nun wissen wir alle nicht, wie sich das weiterentwickelt mit der Flüchtlingssituation und der Weltsituation. Aber wir sind heute auch in einer anderen Lage in Berlin als vor eineinhalb Jahren, als wir händeringend nach Flächen gesucht haben für solche Unterkünfte. Also keine Planungen mehr dazu. Das heißt aber auch, aber nur um es klarzustellen, Herr Lang, Sie machen da jetzt kein Versprechen, dass das nie kommen wird, sondern Sie sagen einfach, es gibt im Moment keine Planungen dazu, wir wissen nicht, wie der Weltlauf sich gestalten wird. Es gab Planungen, es gibt jetzt keine mehr aus verschiedensten Gründen. Ja. Und wie die Welt sich entwickelt, wissen wir nicht. Wie sich diese Gegend von Berlin entwickeln wird, das wollen wir gemeinsam ja planen. Vielen Dank. Ich glaube, damit sind die wichtigsten eben gestellten Fragen erst einmal beantwortet. Sie dürfen wieder Platz nehmen und wir gehen in die nächste Runde. Ich will Ihnen noch mal ganz kurz, bevor wir die nächste Fragerunde machen, einen Ausblick geben. Wir würden uns jetzt noch mal 5 bis 10 Minuten Zeit nehmen, Fragen, noch mal 5 Minuten Antworten. Dann gibt es noch, sagen wir mal, technische Informationen. Was ist eine Voruntersuchung etc. pp. Das heißt, Sie brauchen noch ungefähr eine halbe Stunde Geduld. Ich gucke jetzt mal so in die Gesichter, das ist alles viel, was Sie gerade vermittelt bekommen. Und dann wäre auch noch mal die Chance, Fragen zu stellen. Also, Jule, die nächsten Fragen. Genau, wir haben gerade die Empore, die Orgelempore, einmal ausgelassen. Deshalb eilt meine Kollegin jetzt nach oben und wird da jetzt mal 2 Fragen entgegennehmen. Das heißt, für die erste Runde und für die zweite Runde 1 Frage. Genau, wer hat denn hier oben auf der Orgelempore 1 Frage? Ah, wenn Sie sich noch mal genau, da oben auf der Empore ist die nächste Frage. 1, 2. Also mein Name ist Tobias Bartel, ich komme aus Blankenburg und habe folgendes Anliegen. Viele Straßenprojekte beweisen uns immer wieder, dass im Endeffekt damit nicht der Verkehr weniger wird, sondern er wird nur verlagert. Ich sehe hier diese Gefahr auch und stelle deshalb jetzt schon im Vorfeld die Frage, inwieweit ist eine Überlegung für diese Planung der Bebauung vorgesehen, hier autofreies Wohnen zu ermöglichen, weil für mich kann eigentlich nur der einzige Schritt sein, weg von dem Verkehr hin zu dem Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel und hier eine gute und durchdachte Planung für diesen öffentlichen Verkehrsmittel zu setzen. Danke. Habt ihr das mitschreiben können? Ja? Ja? Okay, wunderbar. Gibt es da oben noch eine 2. Frage? Genau, wir würden im Anschluss gleich noch 2. Frage beantworten. Hier oben gibt es denn noch 1? Hier unten gibt es ja sonst gut, auch sonst gibt es hier unten auch genug. Weiter nach unten geben, weil gut, dann gehen wir nach unten. Hände. Auf dieser Seite meldet sich 1 Frau. Guten Abend, mein Name ist Dagmar Markwart von der Seniorenunion in Pankow. Ich möchte nur einen Vorschlag einbringen schon in die Planungsvorbereitung. Und zwar denkt man daran, dass eventuell mit 20.000 Leuten dort zu rechnen ist, wir aber die medizinische Versorgung im Helios langsam nicht mehr aufrechterhalten können, weil das Helios Klinikum hat einen riesen Einzugsbereich. Die Notfallaufnahme ist jetzt schon Tag und Nacht überfüllt. Denkt man daran auch eventuell an die Alten, an uns zum Beispiel, unsere Generation, dass man da an Versorgung der Alten denkt, indem man das Albert Schweitzer eventuell weiter ausbaut und da hängt ja auch die ganze Sozialstruktur mit dran, dass man einfach daran denkt, nicht nur Schulen und Kindergärten, sondern auch für die Generation über 60 zu sorgen. Und wie gesagt, die medizinische Versorgung ist ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich. Vielen Dank, ja. Gut, dann, wo wir vorhin auch noch nicht waren, war auch auf dieser Seite, gab es da 1 Frage? Da hinten gibt es eine. Gehst du? Okay.
Ja, mein Name ist Thoms, ich wohne seit 1973 in Berlin-Blankenburg und habe nochmal eine Frage an den Staatssekretär Kirchner in Anknüpfung an die Frage des Herrn Kopetzky. Ist denn damit zu rechnen, dass ein Baubeginn vor Klärung der akuten Verkehrssituation in Blankenburg stattfindet, ja oder nein? Da kann man ja nun noch eine Stunde lang darauf diskutieren, dass man in einem Baufeld, was vor 10 Jahren angefangen worden ist, jetzt damit beschäftigt ist, 850 Anfragen für einen Weg zu bearbeiten, ist es dann in Blankenburg genauso vorgesehen, dass dann im Jahre 2047 die 850 Anfragen bearbeitet werden oder wird es im Vorfeld geklärt? Gut, dann würde ich sagen, habt ihr das mitschreiben können? Ja, wunderbar. Dann nehmen wir noch 2 Fragen, einmal auf dieser Seite und dann gehen wir wieder in die Beantwortung. Wer hatte sich hier gemeldet? Vorhin gab es hier was? Sie hatten sich gemeldet? Ja, ich mach. Mein Name ist Bernd Heimann, ich wohne schon immer hier, seit 74 Jahren. Und ich würde mich mal gerne darüber informieren, wie das mit der Belüftung von der Innenstadt ist. Denn ich habe vor nicht allzu langer Zeit von der Grünen Partei gehört, dass diese Bebauung, die jetzt in Blankenburg da passieren soll, unbedingt wichtig ist für die Innenstadt. Dass das also nicht bebaut werden darf, dieses Gebiet. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Innenstadt jetzt weitaus mehr belastet ist wie vor 15 Jahren, wo das kam. Und dann würde mich noch interessieren von den Grünen-Politikern, er hat ja gesagt, dass die Bebauung dort für 6.000 Wohnungen oder so passieren soll, aber dass die Parkplätze dermaßen eingeschränkt werden, dass also gar nicht mehr so viel Autoverkehr dort passieren soll, wie der normale Autoverkehr oder der normale Bürger ein Auto besitzen darf, wie das mit ihm funktionieren soll. Und dann würde mich ganz doll interessieren, ob man darauf bestehen kann, dass der Baubeginn dieser Wohnungen erst dann beginnt, wenn die Straßenanbindung und die Verkehrsanbindung fertig sind. Denn so baut man auch. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Dann eine letzte Frage in dieser Runde noch. Sie hatten sich gemeldet, schon längere Zeit. Ich komme mal zu Ihnen. Dankeschön. Ach so, wollte ich aufstehen, bin so alt. Ja, guten Tag, mein Name ist Gaete, Berlin-Blankenburg. Wohne, lebe und liebe hier als Kleinstunternehmer. Meine Frage ist eigentlich gerichtet an die Moderatoren, warum hier nur die Zielgemeinschaft vertreten ist, von der politischen Seite jetzt links-grün, ne, und nicht die anderen im Abgeordnetenhaus und in der BVV vertretenen Parteien, weil in Blankenburg wurde ja verschiedenartig gewählt und es wäre schön, wenn die mit eingebunden werden, weil die haben sicherlich auch was dazu zu sagen. Gut, vielen Dank. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Beantwortungsrunde. Wir haben hier nachher auch noch einiges an Programm. Ich würde noch mal Herrn Kirchner nach vorne bitten. Ich würde gerne den Bezirk auch noch mal mit hier am... Nicht? Doch, fände ich gut. Und natürlich das Thema... jetzt gucke ich gerade noch mal... Doch, Herr Lang, Sie müssen auch noch mal mit an den Tisch. Da führt kein Weg dran vorbei. Herr Benn, ich fange mal mit Ihnen an. Das Thema, wie kommt die Infrastruktur für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, das sind eben nicht nur Schulen, sondern das sind auch andere, die zum Beispiel medizinische Versorgung brauchen, wie kann der Bezirk darauf achten, dass die Bedarfe, die der Bezirk hat, auch beantwortet werden? Also wir stehen und sitzen ja heute genau deswegen hier. Weil wir eben auch nicht in der Lage sind, weil wir auch nicht alles wissen, vom grünen Tisch aus so eine neue Siedlung zu planen, sondern weil wir sie dazu brauchen. Und wenn sich in diesem gemeinsamen Planungsprozess herausstellt, dass wir ein medizinisches Versorgungszentrum brauchen, in diesem Bereich, vielleicht auch noch ein anderes woanders, dann muss es mit geplant werden. Das ist doch völlig selbstverständlich. Also dafür sind wir ja hier und wollen mit Ihnen diese Planung vorantreiben, damit genau das passiert. Okay, wir haben diese eine Frage zu den, die kam von dort hinten, zu dem Thema Zeitläufe. Warum dauert es so lange bis 2047, glaube ich, war die Jahreszahl, die Sie aufgerufen haben, bis bestimmte Dinge abgewogen und ausgewogen sind? Da würde ich jetzt mal nicht Herrn Kirchner zu bitten, sondern Herrn Lang vielleicht. Was macht die Planungsprozesse so lang und wie kann man das verhindern? Wieso soll das nicht Herr Kirchner beantworten? Der Herr kriegt gleich auch noch viele Fragen. Aber, nein, von meiner Seite, wir haben ja schon verschiedentlich betont heute, nicht nur ich, sondern auch Sie,
dass wir hier ziemlich komplizierte Herausforderungen haben und Probleme, die ja jetzt auch nicht erst morgen entstehen werden, sondern die über die Jahrzehnte gewachsen sind. Deswegen ist das nicht ganz trivial. Manches dauert eben einfach einen Moment und wir haben aus gutem Grund jeweils verdammt gute Regeln, wie man mit was umzugehen hat. Mit ökologischen Problemen, mit Lärm, mit sonstigen Herausforderungen. Das alles dauert seine Zeit. Wir werden das, was wir dazu beitragen können, tun, um das zu beschleunigen. Und jetzt von meiner Seite auch nochmal kurze Anmerkung zum Thema Verkehr und Wohnungsbau. Ich arbeite in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, kümmere mich da um Wohnungsbau. Wir sind diejenigen, die gesagt haben, wir müssen über ein Wohnungsbauprojekt, über ein neues Stadtquartier reden. Ich finde es ein tolles Statement, dass der Verkehrsstaatssekretär und der Bürgermeister beide da sind. Das gibt doch auch ein bisschen Zuversicht dazu, dass man hier gemeinsam an einem Strang zieht und eben versucht dafür zu sorgen, dass man nicht erst die Wohnung baut und dann sagt, oh, wie kommt man da eigentlich hin, sondern dass wir von vornherein versucht, das integriert auf die Reise zu bringen. Ganz konkret, Herr Lang, noch eine Nachfrage. Es geht ja schon auch um Garantien. Da sind andere Erfahrungen gemacht worden. Ne? Die Erfahrungen sind die, da ist was versprochen worden. Ja, das ist fein, Sie bemühen sich darum, aber es reicht am Ende doch nicht. Gibt es nicht auch eine Beschlusslage, die man herstellen kann, die sozusagen dieses Projekt da rein zwingt? Also wo man sagen kann, da können sich die Menschen hier politisch für einsetzen, bei ihren Vertreterinnen und Vertretern, dass das einfach auch festgezurrt wird. Ja, natürlich. Wir reden ja im Prinzip über die Vorbereitung von politischen Entscheidungen. Also all diese Untersuchungen, die jetzt beginnen, all diese Diskussionen, die wir hier führen, das geht jetzt auch schon ein bisschen in die Richtung nach der Frage nach den Parteien, das wird ja nicht von Beamten entschieden. Es geht um politische Entscheidungen über unsere Stadt. Das heißt, sie müssen auch politisch getroffen werden in den jeweils verantwortlichen Gremien. Dafür gibt es Bezirksämter, BVV, Senat, Abgeordnetenhaus. Und da kann ich nur sagen, das werden sie sicherlich tun, da muss ich niemanden dazu auffordern. Sie werden sicherlich einfordern, dass dort eben auch solche vernünftigen Entscheidungen gefällt werden, die solche Verpflichtungen mit enthalten. Ich mache es jetzt mal am Beispiel Straßenbahnplanung, wo man ja jetzt nicht nur über Wünschte was redet, sondern über konkrete Planung, über Haushaltsanmeldung und so weiter. Natürlich, das muss man politisch entscheiden, aber da bitte ich auch um Verständnis. Ich bin hier Vertreter der Verwaltung. Wir werden unsere politischen Spitzen so beraten, das zu tun. Ich gehe davon aus, sie werden das auch tun. Mhm. Das ist also auch eine Aufforderung an Sie, dort wirklich auch politisch aktiv zu werden und Ihre Vertreterinnen und Vertreter dahin zu drängen, dass Sie das auch einfordern. Herr Lang, eine Frage hatten Sie angekündigt, die Sie beantworten wollten. Warum sind wir jetzt sozusagen im linken und grünen Spektrum der Parteienlandschaft hier oben? War das ein Präjudiz oder ist das jetzt Zufall? Vielleicht erklären Sie kurz, wie das zustande kommt. Das ist weder Präjudiz noch Zufall, sondern ein Ergebnis von demokratischen Prozessen. Und wir haben den Bezirksbürgermeister eingeladen, den gibt es schon, Gott sei Dank. Und wir haben den Verkehrsstaatsräte eingeladen und an meiner Stelle wollte hier eigentlich auch der Wohnenstaatsräte stehen. Das ist einfach nur der Grund, warum wer hier da ist. Wir haben hier keine Parteiversammlung, wir sind kein Parlament, sondern wir haben die eingeladen, die in der Verantwortung stehen. Und die sind eben teilweise bei den Grünen, teilweise bei den Linken. Das ist der ganze Grund. Das hat hier nichts mit irgendwelchen Vorauswahlgeschichten zu tun. Wie gesagt, wir werden noch zu den Parlamenten kommen. Und dort sind alle vertreten. Wir werden noch viele Formate haben, wo alle politischen Parteien sich gerne engagieren sollen und bitte auch dürfen. Hier umgekehrt. Okay. Geben Sie gerne weiter an Herrn Kirchner. Das Thema autofreies Wohnen, also den Verkehr gar nicht erst entstehen lassen, war die Frage. Ist es für Sie eine wichtige Option, um auch Verkehrsprobleme zu lösen, gar nicht das aufkommen zu lassen? Ja, autofreies Wohnen ist, seitdem ich in der Kommunalpolitik bin, also seit 1989, ein schöner Traum. Und tatsächlich würde ich es eher nennen, autoarmes Wohnen. Weil in der Tat viele Menschen brauchen auch ein Auto, wenn sie zum Beispiel mobilitätseingeschränkt sind, wenn sie einen Job haben, der tatsächlich auf ein Auto zurückgreifen muss. Und insofern wäre ich sehr stark dafür und würde es auch begrüßen, wenn in diesem Planungsprozess der Anteil der Stellplätze für private Kfz nicht so hoch wird, wie zum Beispiel seinerzeit in der Michelangelo-Straße geplant. Aber ich glaube, es wird nicht ohne gehen. Nicht mal in Freiburg geht das. Da sind dezent am Rande des neuen Wohngebietes auch Stellplätze eingeplant worden. Aber ich denke schon, autoarmes Wohnen bedeutet ja doch eine andere Mobilität in dieser Stadt, in dieser Region mitzuorganisieren durch Städtebau. Das sollte uns vielleicht gelingen und da werden wir dann im Prozess noch heftig, glaube ich, drüber streiten, aber auch drum ringen, zum Beispiel um Stellplatzquoten und so weiter. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, die politische Entscheidung zum Beispiel für die Straßenbahn gibt es schon.
im Koalitionsvertrag, und das ist ein Ergebnis von demokratischen Wahlen, Rot, Rot, Grün, sind 10 Linien ausgewiesen, als zu planen, zu bauen und vorzubereiten. Mhm. Und von diesen 10 Linien sind 2 Linien, eine die Verlängerung der M2 hoch zum Blankenburger Süden und, Moment, und die Verlängerung, die Linie 54, das ist vom Pasedackplatz über die Romain-Hollande-Straße, verlängerte Romain-Hollande-Straße, dann am S-Bahnhof Heinersdorf und dann am Pankower Tor rüber zum U- und S-Bahnhof Pankow. Diese Linien stehen exzessiv. Haben Sie die Frage jetzt eben schon zur Beantwortung? So. Die Trassenuntersuchung, das hatte ich vorhin versucht zu erläutern, da werden Varianten untersucht im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchung. Die werden dann abgewogen und werden im Laufe dieses Prozesses übrigens dargestellt. Dann wird dann eine Linie da vorgestellt, Vor- und Nachteile dargestellt, eine andere Linie dann da, verschiedene Varianten, wo zum Beispiel, das ist ja nicht unentscheidend, wo zum Beispiel die Straßenbahn dann hier zum S-Bahnhof Blankenburg geht. Geht sie um Bahnhofstraße oder geht sie durch die Anlage? Das ist aber, soweit sind wir noch nicht, wir sind ja ganz am Anfang. Okay, so, dann würde ich sagen, ne? Herr Kirchner, noch eine Frage. Werden die Menschen noch eine Chance haben, diese Trassen zu sehen und nicht nur 2-3 Wochen zu sehen? Wann ungefähr wird das sein, dass man darüber diskutieren kann? Ich glaube, so Ende des Jahres werden wir soweit sein, dass wir belastbar über die Trassen... Ja, das ist doch wichtig. Also dann gibt es sozusagen Trassenvarianten, die zur Diskussion stehen. Natürlich stehen die auch nicht bloß dort. Ne? Ja. So. Und das ist zum Beispiel nochmal eine Überleitung, weil hier gefragt wurde, warum dauert es so lange, die 750, wie sagten Sie, Anmerkungen, Eingaben und so weiter zu bearbeiten. Das sind 750 Einwendungen in einem formal rechtlich bindenden Planfeststellungsverfahren. Und ich will Sie da nicht langweilen, aber die müssen sowas von sorgfältig bearbeitet werden, dass man schon fast Angst kriegt, weil vor jedem Verwaltungsgericht muss die Verwaltung nachweisen, dass sie das sorgfältig abgewogen hat, dass sie das sorgfältig geprüft hat und dass sie sehr sorgsam mit diesen Einwendungen umgegangen sind. Okay. Bei der ersten Auslegung waren es 350 Einwendungen, das war im Januar 2007, in der jetzigen waren es 750 und da kann ich manchmal auch die Verwaltung verstehen, dass sie sagt, da lassen wir lieber die Finger davon. Ich habe angewiesen, dass das jetzt weitergeht. Gut, vielen Dank, Herr Kirchner. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt kommen wir noch auf 2 Themen, die sowohl Herrn Benn, glaube ich, als auch Herrn Lang noch mal berühren. Es geht um Grünflächen und es geht um die Gartenflächen. Wir hatten in der ersten Runde, Entschuldigung, eine Frage nicht beantwortet, die im Prinzip hieß, behalte ich meinen Garten? Also kann ich das irgendwie sichern, oder wie wird damit umgegangen, wenn mein Garten unmittelbar bedroht ist? Da entsteht Unruhe bei den Menschen, die natürlich jahrzehntelang diese Infrastruktur genutzt haben, Freundschaften, Netzwerke aufgebaut haben. Wie wird der Bezirk damit umgehen, also mit diesen Veränderungsprozessen? Die angesprochene Gartenanlage ist jetzt von der Planung nicht unmittelbar berührt. Die ist aber allerdings in dem größeren Einzugsgebiet. Es sind keine Landesflächen, es sind private Flächen, wissen Sie. Da hat es ja auch schon Einigungsversuche irgendwie gegeben in der Vergangenheit, die nicht funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer. So. Aber da es eben keine landeseigenen Flächen sind, kann Ihnen hier vorne niemand und auch ich nicht, eine Garantie dafür geben, dass die langfristig erhalten werden. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, natürlich. Aber es sind eben alles private Eigentümer. Es sind private Eigentümer und es gibt sozusagen rechtlich erstmal keine Möglichkeit, nehme ich dem wahr, da irgendwie einzuschreiten, sondern es ist erstmal eine Verhandlungsfrage. Dürfen wir? Nee, gerade nicht, weil ich würde... Es wäre nett... Es wäre nett, aber wir kommen gleich noch zu Ihnen. Okay. Sie wollten ganz kurz. Genau, wunderbar. Also wir haben eine reichhaltige Flora und Fauna. Das finde ich jetzt nochmal ein wichtiges Thema. Nein, das ist. Darf ich dazu kurz Gerne. Was sagen? Gerne, auf jeden Fall. Also es gibt bei allen diesen Wohnprojekten selbstverständlich auch immer Naturschutzgutachten, Artenschutzgutachten, die sind alle verpflichtend. Die machen wir nicht, weil wir irgendwie so nett sind, sondern die sind alle gesetzlich vorgeschrieben und die werden auch alle durchgeführt. Und auch dazu, bei diesen Gutachten, werden Sie die Möglichkeit haben,
die einzusehen, Widersprüche zu erheben und so weiter und so fort. Also ich kann Ihnen jetzt keine Garantie für Ihre neuen Rehe geben, aber ich kann Ihnen sagen, es wird diese Gutachten geben und die werden öffentlich. Ja. Ja. Aber es ist, weckt auf jeden Fall immer her damit, weil es weckt ja eine Aufmerksamkeit. Da sind wir beim Thema Flächen. Herr Lang, Sie sind ja für ganz Berlin zuständig und da auch in dem Bereich Stadtentwicklung tätig und es kam das Thema Frischluft. Das Thema Frischluft und die Versorgung der Innenstadt mit diesen, mit ganz wichtiger, gerade im Klimawandel, ganz wichtiger frischer Luft. Wie wird das untersucht? Wie gehen wir damit um mit solchen Fragen? Das gehört auch zu den Gutachten, wo der Bürgermeister ja gerade gesagt hat, die werden nicht gemacht, weil wir so nett sind, sondern weil sie vorgeschrieben sind. Wir würden sie aber auch machen, weil wir nett sind. Nein, es geht ja um die Fragen, die auf dem Tisch liegen, die zu klären sind. Und dazu gehören auch diese klimaökologischen Gutachten. Genauer Terminus fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wo es eben darum geht, wo entsteht Kaltluft, wie bewegt die sich wohin. Da werden die Gutachter unter anderem so Fragen aufwerfen wie, darf da ein Gebüsch sein oder wenn ja, wenn man da Bäume pflanzen will, in welcher Richtung muss das sein, damit der Wind durchziehen kann. All das wird sehr sorgfältig untersucht und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, weil wir sehr oft Diskussionen erleben, wo gesagt wird, wenn hier ein Haus gebaut wird, werden so und so viele Kilometer weiter die Temperaturen ins Unendliche steigen. Und sowas lässt sich viel besser diskutieren, wenn man da eine Fachbüro ranlässt, das untersuchen lässt, das alles mal vorstellt in solchen Veranstaltungen wie heute, das alles ins Internet stellt, dann muss man da nicht mutmaßen, sondern weiß, was Sache ist und kann entsprechend gemeinsam entscheiden. Herzlichen Dank. Wir hatten vorhin gesagt, wir lassen es auch dann stehen. Wir haben ja einen ganz großen Beteiligungsprozess vor uns und ganz vieles von dem, was Sie gesagt haben, wird nicht zum letzten Mal gesagt sein. Darum würde ich jetzt das Podium erstmal entlassen wollen. Und entgegen des Plans, meine Kollegin in Sachen Moderation und Partizipation, Daniela Riedl, ganz kurz. Wir haben jetzt zwei kurze Interviews. Einmal zum Thema Partizipation, wie geht's weiter? Und dann zum Thema Voruntersuchung, wie geht's weiter? Ich bitte, haben Sie noch die Geduld. Ich glaube, es ist wichtig. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie danach einfach auch vertrauen darauf, dass wir uns wiedersehen werden, können wir danach, nach wenigen Rückfragen nochmal, auch schnell zum Ende kommen. Daniela. Es gibt ein Beteiligungskonzept und jetzt werden die Leute beteiligt, ein Beteiligungskonzept zu machen. Was passiert denn jetzt in dem nächsten halben Jahr? Sag doch mal konkret. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen Sorge gehabt, weil es schon so spät ist. Ich wollte doch meine Botschaft loswerden. Also das ist eine ganz besondere Situation hier, dass wir schon am Konzept beteiligen. Also wir schreiben Ihnen nicht vor, wie wir beteiligen und wann, sondern wir wollen das mit Ihnen zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir vielleicht auch ausgewählt worden, diesen Prozess mitzugestalten. Wir brauchen Sie, wir haben gute Voraussetzungen, wir haben bereits sehr engagierte Bürger. Wir durften sogar schon einmal beim Forum sein. Und haben sozusagen die Initiativen kennengelernt und auch das Engagement und den ernsten Willen, Dialog herzustellen. Dialog auf Augenhöhe, ernst gemeint und in den Austausch zu treten. Aber Daniela, was heißt das konkret? Auch an dich die Frage. Werd konkret, was für Alternativen werden die Menschen haben, mit dir, mit uns zu diskutieren? Was für alternative Beteiligungsformen, außer jetzt zusammen in der Kirche zu sitzen, gibt es überhaupt? Also der nächste Termin, der schon festgelegt worden ist, ist der 1. April. Da werden wir eine Bürgerwerkstatt machen. Der Ort wird halt noch bekannt gegeben, das haben Sie schon gehört. Dazu laden wir Sie ein. Tragen Sie sich bitte in die Listen ein oder geben Ihre Kontaktzettel ab, damit wir Sie einladen können. Wenn wir Sie nicht erreichen können, können wir Ihnen auch nicht Bescheid sagen. Von daher der Wunsch, sich einzutragen. Oder Sie gehen natürlich über die bestehenden Kanäle. Also die Initiativen sind schon gut aufgestellt und auch das Forum Blankenburger Süden können Sie natürlich auch ansprechen. Und der nächste Schritt ist dann, dass wir noch drei Foren machen werden und bis Ende Mai soll das Konzept stehen. Also dieses Konzept werden wir auch nicht einfach im stillen Kämmerlein bearbeiten, sondern wir werden einen ersten Entwurf machen, auf einem Forum vorstellen, mit Ihnen besprechen und dann in die Überarbeitung gehen, dann wieder Ihnen vorstellen, damit Sie sozusagen hinter dem kommenden Verfahren, was dann ab Sommer losgehen soll, auch starten können gemeinsam. Genau, das heißt, wir werden versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu entwickeln, wer von den Bürgerinnen und Bürgern in welcher Struktur hinterher zum Beispiel über so Varianten, so Trassenvarianten, wie reden wir darüber? Wie wird darüber entschieden, wenn so eine Variante da ist, was für Formen finden wir dafür? Wird das alles im Internet abgestimmt per Klick oder trifft man sich dafür? Alles das sind Fragen, die Sie mit uns beantworten müssen, weil wir können Sie nur beteiligen, wenn wir das auf eine Art machen, wo Sie auch mitmachen, wenn Sie überhaupt Lust haben, mitzumachen. Wo findet denn Information statt, Daniela? Ganz kurz nochmal,
Es gibt die Beteiligung, die Aktiven, die mitmischen, aber nicht jeder hat die Zeit, auch nicht jeder hat die Lust, ständig irgendwelche Kärtchen an irgendwelche Wände zu machen. Manche wollen ja einfach auch nur gut und transparent informiert sein. Wie wird das ablaufen? Ja, das kam ja heute auch schon öfters, dass wir transparent informieren wollen. Also der erste Schritt ist diese Veranstaltung. Hier stehen viele verantwortliche Rede und Antwort. Sie haben diesen kleinen Infoflyer, das ist der erste Versuch, die wichtigen Informationen zusammenzufassen. Aber wie gesagt, wir sind seit 2 Wochen dabei, das werden wir jetzt weiterentwickeln. Es gibt die Internetseite der Senatsverwaltung, die finden Sie auch auf dem Flyer. Da wird kontinuierlich über das Verfahren berichtet, über die Zwischenergebnisse. Und es wird weitere Veranstaltungen geben, das habe ich schon gesagt. Und Sie können sich auch gerne in den Newsletter eintragen, dann informieren wir Sie auch direkt. Okay. Lassen wir es erstmal dabei. Es sind die wesentlichen Aspekte der Beteiligung genannt. Vielleicht, damit Sie noch eine Motivation haben, zur Werkstatt zu kommen. Darum soll es auch gehen. Wer sind Sie und was bringen Sie ein in das Verfahren? Und was können Sie auch über die Jahre vielleicht einbringen? Also es geht ja nicht nur über jetzt einen kurzen Zeitraum von einem halben Jahr, sondern es geht ja über mehrere Jahre. Auch so eine Beteiligung startet jetzt. Also wir starten jetzt erst. Und bringen Sie sich ein? Und auch, welche Themen bearbeitet werden sollen. Und wir können dann mit den Planern und mit den Verantwortlichen besprechen, wo ist Spielraum, weil das ist ganz entscheidend, wo können Sie mitreden und wo entscheiden das vielleicht auch andere und das auch wiederum transparent zurückzuspielen, das wäre uns sozusagen wichtig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sowohl die Daniela Riedel als auch ich dafür stehen, dass wir nur das zur Entscheidung, zur Diskussion stellen wollen und können. Das ist so ein bisschen unsere Berufsehre, wo es auch wirklich was zu entscheiden gibt. Also dafür stehen wir ein. Du mit ganz vielen Projekten, ich mit ganz vielen Projekten. Herzlichen Dank erst einmal. So, jetzt haben wir haben die Partizipation. Also wie geht das, dass Sie sich einbringen können in diesen wahnsinnig komplexen Prozess? Also ich bin Planerin und ich finde ihn komplex, ehrlich. Da ist sozusagen in so eine Gemengelage hinein, neuer Verkehr, die Natursysteme, die da drunter liegen, die Leitungssysteme, die da drunter liegen, das ist richtig komplex und es ist eben nicht A plus C gleich X oder so, sondern es gibt ganz andere Rechnungen aufzumachen. Diese ganz anderen Rechnungen brauchen ein gutes fachliches Fundament. Und da bin ich jetzt bei den Voruntersuchungen für die sogenannte Entwicklungsmaßnahme. Herr Gerlach, Herr Singer, Herr Gersmeier, Olaf, genau. Ich bitte Sie mal nach vorne. Auch in aller Kürze, ich glaube, wir haben alle ne, so einen gewissen Erschöpfungsgrad erreicht, was die Informationsdichte angeht. Das sind die Menschen, jetzt zufällig Männer, ich weiß auch nicht genau, die sich um die Voruntersuchungen kümmert, beziehungsweise Herr Gerlach macht noch viel mehr. Kommen Sie mal direkt zu mir, bitte. Herr Gerlach, Sie sind Planer von Hause aus, Sie arbeiten in der Senatsverwaltung und Sie haben eine ganz besondere Aufgabe dort, nämlich alles zusammenzuhalten, was jetzt sozusagen auf planerischer Seite passiert. Sagen Sie kurz, wofür Sie zuständig sind. Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Abend. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit August letzten Jahres in der Senatsverwaltung angestellt und seit August letzten Jahres mitzuständig für dieses Projekt Blankenburger Süden. Und vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte. Die Entscheidung des Senates, dass die Fläche der Rieselfelder zwischen Heinersdorf und Blankenburg eine Potenzialfläche für ein neues Stadtquartier darstellen könnte, wurde ja im Frühjahr letzten Jahres in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Im Anschluss hat man sich denn natürlich vertiefend auch mit diesem Gesamtraum, mit dem Standort beschäftigt und all die vielen Fragestellungen, die heute schon zur Sprache kamen, relativ schnell festgestellt und hat erkannt, man kann diesen Standort nicht isoliert entwickeln durch ein einfaches Bebauungsplanverfahren. Man muss das viel großräumiger, integrierter betrachten, unter anderem wegen der Verkehrsproblematik, aber auch unter anderem wegen der Regenwasserproblematik und sonstiger Fragestellungen. Und deswegen hat der Senat im August letzten Jahres entschieden, dass dort sogenannte vorbereitende Untersuchungen durchzuführen sind. Das ist ein Prozess, der geht über 1,5 Jahre ungefähr aus heutiger Sicht. Da stehen wir ganz am Anfang und im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchungen sollen genau all diese Fragen systematisch im Blick genommen werden. Die vorbereitenden Untersuchungen sind ja der Anfang von etwas. Sie bereiten ja etwas vor und danach werden ja neue Beschlüsse gefällt. Was kann so eine vorbereitende Untersuchung zur Folge haben? Stichwort Entwicklungsmaßnahme, ja oder nein? Genau. Diese rechtlich vorgeschriebenen vorbereitenden Untersuchungen sollen die Beurteilungsgrundlage im rechtlichen Sinne bilden für die Frage, ob man an diesem Standort A, ein solches Quartier für 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten entwickeln kann und B, ob man dieses neue Stadtquartier als sogenannte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme entwickeln muss.
Weil es kann ja auch sein, was ich nicht glaube aus heutiger Sicht, was Sie vielleicht alle vielleicht auch nicht glauben, dass man isoliert diesen Standort entwickeln kann. Man muss das großräumiger machen, aber dafür brauchen wir halt die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchung. Da, die werden im Sommer 2018 vorliegen aus heutiger Sicht. Das ist die Zeitschiene. Und das ist dann die Entscheidungsgrundlage für den Senat. Wird dieses Quartier im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme durchgeführt, ja oder nein? Nochmal ganz kurz, diese Entwicklungsmaßnahme, Herr Lang hat es einführend gesagt, aber es ist jetzt schon lange her. Da geht es ja auch darum, vor Spekulationen zu schützen und so. Gibt es noch andere Gründe, warum man so ein Instrument anwendet? Genau, also der Senatsbeschluss bezüglich Durchführung der Vorbauuntersuchung ist ja im September, am 9. September 2016 im Amtsblatt bekannt gemacht worden. Ich glaube, dass eine Vielzahl der anwesenden Bürgerinnen und Bürger davon Kenntnis bekommen haben. Diese Bekanntmachung des Senatsbeschlusses entfaltet Rechtswirkung. Und eine Rechtswirkung ist zum Beispiel bezogen auf die Grundstückswertentwicklung, wenn ein Grundstück in 2 Jahren, sag ich mal, Teil der Entwicklungsmaßnahme werden sollte, dann wird rückwirkend aus heutiger Sicht der Grundstückswert eingefroren, mal umgangssprachlich formuliert, auf den Zeitpunkt, wo in der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde, dass dort ein neues Quartier entstehen soll. Natürlich nimmt dieser eingefrorene, in Anführungsstrich, eingefrorene Grundstückswert teil an der allgemeinen Marktentwicklung. Das auf jeden Fall. Aber die Wertsteigerung, auch im spekulativen Sinne vielleicht, die sich daraus speist, dass hier ein neues Stadtquartier entwickelt werden soll, oder auch die Wertsteigerung, die damit verbunden ist, dass natürlich zur Entwicklung dieses neuen Stadtquartiers Infrastrukturmaßnahmen, Straßenbau etc., Erschließungsmaßnahmen umgesetzt werden. Diese sogenannten entwicklungsbedingten Wertsteigerungen, die kann nicht der private Grundstückseigentümer für sich in die Tasche stecken, sondern die dienen der Refinanzierung dieser gesamten Maßnahme. Okay, das heißt, das, was das Land Berlin sozusagen oder die Gemeinschaft Berlins dort investiert an Infrastrukturplanung und so weiter, wird nicht privat abgeschöpft, sondern öffentlich. Gibt es noch andere Gründe, eine Entwicklungsmaßnahme zu machen? Es geht bei der Entwicklungsmaßnahme vor allen Dingen um so einen großräumigen, die Fachplaner, wir sagen, integrierten Ansatz, dass nicht isoliert dort der einzelne Standort, das Rieselfeld entwickelt wird, sondern großräumig dort auch eine Integration in die Nachbarschaft, eine Entwicklung gesamt gesteuert wird. Eine solche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme geht über 15 Jahre, würde ich mal aus heutiger Sicht so schätzen. Wie lange das am Ende dauern wird, kann keiner heute sagen. In der Regel, und davon gehe ich heute auch aus, wird eine solche Entwicklungsmaßnahme dann auch durch einen beauftragten Entwicklungsträger, wo wir aber, soweit sind wir noch lange nicht, denn integriert gesteuert. Mhm. Genau. Ja, okay. Jetzt habe ich noch eine Frage, Herr Gerlach. Hier gibt es so eine rote Linie. Also meine, Rot ist ja eigentlich wirklich keine gute Farbe für eine Linie, abgesehen davon. Aber ist das denn jetzt sozusagen die Linie, wo man jetzt sein Grundstück sagen kann, okay, ich bin draußen, ich bin drinnen? Also ist diese Linie so trennscharf oder ist das erstmal nur, weil man irgendeine Linie zeichnen musste? Ja und nein. Die rote Linie ist auf jeden Fall trennscharf, was jetzt den Bezugsraum für die vorbereitende Untersuchung angeht. Diese rote Linie entfaltet durchaus Rechtswirkung. Also alle Grundstückseigentümer, Mieter und Pächter, die innerhalb des Untersuchungsgebietes liegen, also durch die rote Linie umschlossen sind, sind zum Beispiel auch verpflichtet, im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchung mitzuwirken, Informationen, die erforderlich sind, bereitzustellen. Das ist eine Rechtswirkung. Die zweite Rechtswirkung bezüglich der potenziellen Grundstückswertentwicklung habe ich schon genannt. Aber Sie hören jetzt nicht auf, an der roten Linie zu denken, weil es geht immer um Entwicklungsgesamtbetrachtung und hier gibt es diese rote Linie. Ja, man fragt sich ja schon. Sie hören da nicht auf zu denken. Nein. Okay, das ist versprochen. Das ist eine der wenigen Versprechungen. Okay. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Alles klar, das war mir jetzt nochmal wichtig. Jetzt würde ich gerne weitergeben an den Herrn Singer und an den Herrn Gersmeier. Aber zunächst mal Herr Singer. Herr Singer, Sie sind beauftragt damit, diese Voruntersuchungen durchzuführen bzw. auch zu koordinieren. Was sind Sie von Haus aus? Warum können Sie das? Wer steht hinter Ihnen? Was für ein Unternehmen? Die DSK arbeiten Sie und was haben Sie für einen Auftrag bekommen? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Die DSK ist in Berlin bereits... Ganz nachher. Genau, Sie sind wie ein Popstar. Hören Sie mich? Ja, okay. Also die DSK ist bereits in Berlin seit vielen, vielen Jahren
Treuhänder des Landes Berlins und ein Entwicklungsträger im Bereich der Entwicklungsmaßnahme Hauptstadt und Regierung in Berlin-Mitte und koordiniert da bereits seit, überwiegend fast schon 20 Jahren die städtebauliche Entwicklung, die ja auch dort mit großen Umstrukturierungen verbunden ist. Und wir, die DSK, hat natürlich erhebliche Erfahrungen im Bereich auch der praktischen Durchführung solcher Entwicklungsmaßnahmen und eben auch sozusagen dessen, was man dazu braucht, um konkret so eine E-Maßnahme umzusetzen und zum Beispiel eben Maßnahmen und Kostenkonzepte auch zu entwickeln. Und eben auch alle anderen notwendigen Gegebenheiten im Vorfeld abzuklären. Und hat Sie von auch Hause aus sind? Ich muss erst mal dazu sagen, ich bin selber Diplom-Ingenieur für Stadt- und Regionalplanung. Okay. Bin Berliner, bin auch, muss ich sagen, erst seit 2016 bei der DSK, habe aber vorher auch schon intensiv im Bereich des besonderen Städtebaurechts gearbeitet. Also ich bin vorher in Kreuzberger und Friedrichshainer Sanierungsgebieten zu Hause gewesen. Und auch Herr Gersmeier, unser Partnerbüro hier von PFE, ist auch, kann er ja vielleicht selber noch was zu sagen, genau, in diesem Bereich intensiv tätig gewesen. Vielleicht Olaf Gersmeier, vielleicht wir haben nämlich zusammen studiert, beide Raumplaner, nochmal zu deiner Person und zu der Expertise, die du mitbringst. Genau. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Olaf Gersmeier vom Büro PFE, also Büro für Stadtplanung. Der Name sagt es schon, also ich bin auch Stadtplaner dementsprechend. Und wir sind sozusagen als kleinerer Part, den wir sozusagen innerhalb dieser vorbereitenden Untersuchung mit der DGSK ausführen. Wir sind ein Büro, was schon seit 25 Jahren hier in Berlin Stadtplanung betreibt. Und haben viele Erfahrungen auch mit konzeptionellen Entwicklungen, städtebaulichen Konzeptionen, auch Wohnungsbaupotenzialstudien, alles, was hier eine Rolle spielt an der Stelle. In den letzten Jahren haben wir auch viel für die soziale Infrastruktur gemacht und dort viele Untersuchungen gemacht. Sie sehen, es ist relativ breit aufgestellt. Und ich glaube, jetzt in dem Prozess, wir haben ja hier schon sehr viele Eindrücke bekommen heute Abend von Ihnen. Wir sind ja ganz am Anfang. Wir haben ja sind gerade gestartet im Januar mit diesen Untersuchungen und machen gerade eine Bestandsaufnahme überhaupt oder fangen gerade mit der Bestandsaufnahme an. Und viele der Aspekte, die heute genannt wurden, sind alles Dinge, die wir einfließen lassen in diese Gesamtkonzeption. Wir müssen uns ja erstmal Gedanken machen, wie sich der Raum entwickeln kann. Und das geht natürlich nur, wenn man die ganzen Ausgangsdaten kennt. Und da ist natürlich der Austausch mit Ihnen von besonderer Wichtigkeit. Herr Singer, nochmal vielleicht ganz konkret, weil wir merken, die Menschen sind jetzt, glaube ich, wirklich an so einem Limit von Informationsdichte. Was für Untersuchungen sind die nächsten, die gemacht werden? Wie sieht es aus mit der Landschaft? Wie sieht es aus mit dem Verkehr? Wie sieht es aus mit dem Wasser? Ganz konkret bitte. Ja, also es ist erstmal so, ich wollte das noch ergänzen, wir sind ein interdisziplinäres Projektteam. Herr Singer, bitte ganz konkret, wir haben wirklich jetzt, glaube ich, Projektteam, das muss ich nochmal sagen, das heißt, wir haben auch noch ein Verkehrsplanungsbüro und ein Landschaftsplanungsbüro, Gruppe F, mit im Schlepptau. Es ist also so, dass wir als VU-Gutachter auch nicht alle Untersuchungen selber machen, sondern dass durch die Senatsverwaltung, Herrn Gerlach, hier eben begleitende Fachuntersuchungen beauftragt worden sind. Das ist zum Beispiel eine großräumige Verkehrsstudie, das ist eine landschaftsökologische Grundlagenuntersuchung, die in dem Fall auch durch die Gruppe F gemacht wird. Und es gibt auch noch eine Regenwassermanagement-Untersuchung, sodass also hier verschiedenste Teilbereiche, die heute schon angesprochen worden sind, mit abgedeckt werden. Zwar nicht durch uns als VU-Gutachter, aber wir werden diese Dinge und Ergebnisse alle zu berücksichtigen haben im weiteren Prozess. Große Herausforderung für uns wird dabei sein, dass diese Untersuchungsergebnisse nicht alle bereits jetzt im Vorfeld vorliegen, sondern erst sukzessive entstehen. Dazu gehören auch verkehrsplanerische Konzepte. Herr Kirchner hat das vorhin ja zum Beispiel schon angesprochen, dass Entscheidungen über einzelne Trassenvarianten für die Straßenbahn möglicherweise erst am Jahresende zu erwarten sind. Und wir werden diese Sachen sukzessive in diese Variantendiskussion, die wir zu führen haben werden, in nächster Zukunft dann einzuarbeiten haben. Herr Gerlach, nochmal eine Frage an Sie zum Schluss. Sukzessive kommen die Ergebnisse. Wie bekommen denn die Bürgerinnen und Bürger möglichst nah, ein zeitnah und relevant ein Gefühl dafür? Was steht denn da jetzt drin und ist alles berücksichtigt worden? Werden die dann auch nochmal gefragt oder sind es nur Experten, die da kommen? Nein, wir wollen ganz bewusst natürlich Sie. Sie sind für uns Expertinnen und Experten hier, nämlich in diesem konkreten Raum,
Heinersdorf-Blankenburg. Die vorbereitenden Untersuchungen sind, das können Sie dem Flyer auch entnehmen, den wir Ihnen ja sozusagen ausgelegt haben oder überreicht haben, sind die vorbereitenden Untersuchungen sind über anderthalb Jahre aufgebaut in drei Stufen. Momentan sind wir am Anfang der ersten Stufe. Da geht es erstmal in Anführungsstriche schlicht darum, alle Grundlagen zu ermitteln. Das ist, sagen wir mal, vor allem Fleißarbeit. Und die Ergebnisse dieser Grundlagenermittlung werden dann im Sommer zusammengefasst und auf der Grundlage dann dieser ersten Ergebnisse steigen wir danach dann natürlich in der zweiten Stufe ab Herbst in Variantendiskussionen ein etc. pp. Und da ist natürlich dann auch Ihre Expertise, Ihr Wissen, Ihre Anregungen gefragt und in Vorbereitung dieser Beteiligung in der zweiten Stufe im Herbst soll ja jetzt bis Sommer das Beteiligungskonzept erarbeitet werden. Und dann wissen wir dann auch, wie es geht. Genau. Ich würde jetzt gerne an dieser Stelle einen Punkt machen, wenn Sie das Gefühl haben, die wichtigsten Dinge sind erwähnt und würde natürlich, das war versprochen, eine zweite Fragerunde nochmal in die Runde schauen wollen, wer zu dem Thema jetzt Beteiligungskonzept oder vorbereitende Untersuchungen noch Fragen hat. Mein Vorschlag ist, wenn es für Sie, also Sie können jetzt sofort protestieren, aber dass wir noch so drei Fragen zulassen, nochmal eine Rückmelderunde machen und dann auch versuchen, den Abend zu beschließen. Ist das in Ordnung für Sie alle? Ich sehe zustimmendes Nicken. Hier vorne ist eine Frage. Ach so, Jule. Wir bleiben stehen. Okay, dann komme ich zu Ihnen. Welche Frage haben Sie? Ich wollte Sie ja vorhin was anderes fragen. Da haben Sie mich leider boykottiert und überall das Mikrofon hingelegt, bloß nicht hier. Hier habe ich die Frage an die beiden Ingenieurbürosvertreter. Gibt es Referenzobjekte? Ja, hey, das ist eine sehr kurze und präzise Frage. Referenzobjekte. Danke. Gibt es auf dieser Seite noch eine Frage? Vielleicht ein bisschen weiter hinten, da drüben, ganz hinten sehe ich eine Frage. Ich komme mal zu Ihnen. Ja, ich habe gesehen hier vorne, ein bisschen eins nach dem anderen. Ja, Hörstel ist mein Name, ich wohne hier in Heinersdorf. Gerne ein bisschen lauter. Ja, Hörstel ist mein Name und ich wohne hier in Heinersdorf. Wir haben gehört und wir wissen es alle, es gibt Heinersdorf, es gibt Blankenburg, es gibt Malchow. Es wird Blankenburg Süd geben, was kein Raumschiff sein soll. Bitte an die Planer eine Frage. Das Raumschiff Hachila, welche Rolle spielt das in all diesen Abstimmungen, die jetzt erfolgen sollen? Ich selber habe es jetzt nicht verstanden, komme aber auch aus Bochum. Und was Raumschiff? Können Sie es? Sie meinen die fleischverarbeitende Fabrik. Ah, okay, alles klar. Da müssen wir eventuell Herrn Bendt gleich nochmal mit aufs Podium bitten. Gut, ich glaube, ihr hattet vorne noch eine gleich entdeckt, ja? Laura? Das Mikrofon ist nicht an, er müsste das anschalten oder ein anderes nehmen. Okay. So, jetzt mit funktionierendem Mikro. Ja, meine Frage wäre, wie weit ist eigentlich auch angedacht, oder es wird wahrscheinlich auch Realität sein. Auch gerne ein bisschen lauter. Dass die anderen Bezirke, beispielsweise Lichtenberg, Barnim spielt ja da auch eine Rolle bei der Verkehrsplanung. Geht das jetzt für mich vordergründig darum, inwieweit wird eigentlich überbezirklich da einen Arbeitskreis geben oder dass also auch die Verwaltung beispielsweise oder so die anderen Bezirke mit einbezogen werden? Also hier spielt ja Wedding dann auch durchaus eine Rolle und Mitte. Okay. Weil meine Beobachtung die ist, das will ich kurz nochmal loswerden, es nutzt ja nichts, wenn das Außennetz verkehrstechnisch so initiiert wird, dass aber der Verkehrsfluss in die Stadt ja auch beengt ist dadurch, dass die Straßen festgelegt sind, also beispielsweise betreffend ja. Hier. Ja, genau. Wollte ich also, nur der sagen, Stelle also die lassen sich nicht erweitern. Und wir nehmen das mit nach vorne. Kommt sicherlich gleich zum Thema, wie weit räumlich wird untersucht. Ich würde jetzt, Jule, wenn es okay ist, da oben gibt es noch einen Zuruf, ganz kurz. Wir haben gesagt, drei Fragen ist die vierte und ich würde dann Schluss machen wollen. Dass man da auch überdenkt, ob man sowas vielleicht noch erhalten sollte und nicht vernichten muss. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall auch mit hier vorne auf, das Thema, warum Rieselfelder. So, jetzt fangen wir mal an mit der Fragerunde. Fangen wir an mit, gibt es Referenzobjekte? Also gibt es Gebiete in Deutschland, wo Sie sagen würden, daran kann man sich gut orientieren, muss ja nicht unbedingt Berlin sein, das sind gute Vorbilder. Also vielleicht kann ich ja mit einer... Das war nicht damit gemeint, meinst du? Meinten Sie die Frage so, ob wir sowas schon mal gemacht haben? Oder? Er wollte wissen, ob mit sowas wir zu tun haben.
Doch, dann habe ich es falsch verstanden, Entschuldigung. Es geht darum, was die vorbereitenden Untersucher bereits an Sachen geleistet haben, damit sie wissen, was sie können. Also vorbereitende Untersuchungen für eine Entwicklungsmaßnahme waren in den letzten Jahren extrem selten. Die haben wir noch nicht gemacht. Wir haben aber vorbereitende Untersuchungen gemacht, verschiedener Art für Sanierungsmaßnahmen. Also da ist im Prinzip der Ablauf ist im Prinzip derselbe, aber Entwicklungsmaßnahme selber nicht. Aber vorbereitende Untersuchungen mehrfach. Ich gebe eine ganz kurz, Herr Singer, ich würde ganz gerne, gut, dann machen Sie erst. Ja, also das kann ich nur noch mal bekräftigen. Das ist so, die DSK hat zum Beispiel im Bundesgebiet Bonn-Rohwedder von der Größenordnung nicht zu vergleichen meine VU gemacht für eine Entwicklungsmaßnahme. Aber das zeigt schon, dass eben Entwicklungsmaßnahmen heutzutage oder seit langer Zeit kaum noch angewendet werden oder ein bisschen außer Mode gekommen sind. Kann man nicht vergleichen. Also es ist schwer zu beantworten. Es gibt im Grunde genommen aus meiner Sicht kein wirklich gut vergleichbares Projekt dafür, weder hier in Berlin noch im Bundesgebiet. Für die Partizipation gibt es etliche Erfahrungen. Daniela, was habt ihr für Referenzprojekte? Ich habe es ein bisschen besser, weil ich aus der Bürgerbeteiligung komme, weil die hat ja in den letzten Jahren zugenommen und da gibt es sozusagen viele Projekte in Deutschland. Wir von Zebralog machen das seit 10 Jahren. Wir waren die Pioniere, was so digitale Beteiligung anging. Mittlerweile machen wir große Verfahren, steuern die, kümmern uns auch darum, dass sie an die Planungsprozesse gut angebunden sind, weil nur wenn Sie Ergebnisse haben, die auch in die Planung eingehen, dann machen Sie sozusagen auch Sinn und können auch Planung verkürzen, weil wir das Thema heute so schön hatten. Also ich würde gerne zeigen hier im Blankenburg Süd, dass wir eine gute Beteiligung kriegen, eine, die Substanz hat, die Ergebnisse liefert, die für die Planung verwertbar sind. Und deswegen, dafür würde ich auch hier stehen und mich das Versprechen sozusagen abgeben. Ich will mit Ihnen zusammen eine gute Bürgerbeteiligung machen, damit die Planung Substanz hat. Also wir können mit dem arbeiten, was da ist und das kann man weiterentwickeln. Dafür müssen wir genau hinhören erstmal und genau hinschauen und dann können wir sozusagen eine gute Basis legen für die Planung. Wo habt ihr das denn schon mal konkret gemacht? Ach, stimmt, ich soll ja noch Referenzobjekte bringen. In Berlin zum Beispiel haben wir ein großes Verfahren gesteuert, da ging es um das Areal zwischen Fernsehturm und Spree, da ging es um Freihaltung oder Bebauung, das war die Stadtdebatte Berliner Mitte, es ging über ein Jahr, wo wir sozusagen Bürgerbeteiligung organisiert haben, politisch abgesichert haben, indem wir zum Beispiel die stadtentwicklungspolitischen Sprecher regelmäßig informiert haben, auch besucht haben, auch eingeladen haben zu den Veranstaltungen. Dadurch fühlten sie sich mit dem Verfahren natürlich auch verbundener und mussten natürlich am Ende auch eine Entscheidung treffen und haben sie fraktionsübergreifend einstimmig beschlossen, also egal, ob das Opposition war oder die regierende Partei. Und wir haben zum Beispiel in Ludwigshafen ging es um Abriss einer Hochstraße, einer großen innerstädtischen Straße und was mit diesen Flächen passiert und ob man weniger Verkehrsraum zum Beispiel, wie man damit umgeht, wenn man die Hochstraße flachlegt als Stadtstraße und welche Flächen man dadurch für Stadtentwicklung gewinnt. Mhm. Das ist ein Verfahren, das seit mehr als 5 Jahren jetzt schon läuft. Ihr habt ganz viel Erfahrung auch im Bereich der Verkehrswegeplanung. Also gibt es dort nicht nur eine partizipative Kompetenz, sondern auch an der Schnittstelle zum Verkehr. So, jetzt würde ich gerne noch, da muss ich jetzt Herrn Ben mit nach oben bitten, das Thema fleischverarbeitender Betrieb als UFO. So war es natürlich nicht gemeint, da war eine gewisse Ironie in der Frage. Was ist da der aktuelle Stand? Wie kommt sowas zustande? Der eine plant hier neue Wohngebiete und der nächste entscheidet über die Ansiedlung eines solchen Betriebes. Kurze Erläuterung dazu, bitte. Na, die meisten, die hier sitzen, wissen es ja, also die Entwicklung dieser Gewerbefläche ist ja schon viel, viel, viel älter als jetzt die Untersuchung, die hier stattfindet und die Planung zum Blankenburger Süden. Es gibt dazu schon eine ganze Reihe von Beschlüssen. Es gibt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Errichtung eines solchen Fleischgroßhandels, der jetzt im förmlichen Verfahren ist. Es gibt einen Erschließungsreifebeschluss der BVV zur Erschließung, also zur verkehrlichen Erschließung, Planstraße A, Planstraße B, die da reingehen. Und Sie haben recht, in den bisherigen Planungen ist das eine Kapsel. Also ist das sozusagen wie so ein Blinddarm. So. Und das kann so natürlich nicht bleiben. Das ist ja völlig übersichtlich. Wenn wir Blankenburger Süden bebauen, dann muss dort durchgefahren werden können in das neue Gebiet mit hinein. Allerdings ist die Frage, diese Einzelfrage, die Ansiedlung dieses einzelnen Unternehmens dort, die ist im Moment sozusagen nicht Teil dieser Planung, weil die Frage war, welche Rolle spielt Hatschila in diesem ganzen großen Dings da? Hatschila als einzelner Betrieb
spielt jetzt in diesen Planungen, zu diesem Planungsverfahrenstand, an dem wir sind, erstmal noch gar keine Rolle. Was aber sich ändert tatsächlich ist, dass, wie die Herren ja eben schon mal gesagt haben, auch dieses Gewerbegebiet jetzt innerhalb dieser roten Linie liegt, um auch an diesem Standort des Gewerbebetriebes spekulative Grundstücksgeschäfte auszuschließen. Okay. Zumindest so, aber zur konkreten Zukunft, weil das wollen Sie eigentlich wissen. Kommt da jetzt ein Fleischzerlegebetrieb hin? Ja oder nein? Kann ich ihm im Moment nicht beantworten. Okay, das ist also eine Frage. Kann die Planung verhindert werden? Kann ich kurz noch beantworten. Es gibt zwei Verkehrsgutachten, eins von 2015 und eins jetzt ganz frisch von 2017. Die sagen aus, das ist jetzt nur eine Mitteilung, dass die Verkehre, die dadurch prognostiziert werden, abfließen können. Das kann man glauben oder das kann man nicht glauben, aber das ist jetzt erstmal, ja, naja, ich weiß ja, wie Sie darüber denken. Ich teile Ihnen nur mit, es gibt diese beiden Verkehrsgutachten und beide sagen, es ginge. Ich gebe Ihnen recht, man sollte aber im Zuge der Bebauung jetzt oder der Planungen für so eine größere Verkehrslösung Heinersdorf sich das nochmal ganz genau angucken. Haben wir die Zeit dazu? Ich möchte doch, dass Sie antworten. Ich möchte nur noch mal auf die Spielregeln ganz kurz. Wir können jetzt über diesen einen Fall sicherlich den ganzen Abend diskutieren. Wir sehen uns spätestens am 1. April wieder. Das Thema wird dann noch mal auf die Tagesordnung kommen, wenn es bei Ihnen drängt. So, jetzt bitte, Herr Benn. Also, da würden wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, weil, wie ich eben schon mal gesagt habe, es gibt dort bereits einen vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren. Das ist im Verfahren. Anders als das, was Herr Kirchner vorhin erzählt hat, ist das hier sozusagen schon in der Pipeline. Das ist jetzt in der förmlichen Beteiligung seit Mai 2006. Da ist ein Verfahren schon angeschoben. Beteiligung der öffentlichen Träger öffentlicher 16? Belange. Was? 6 oder 16? 16. 16. Sie haben 2006 gesagt. Mai 2016. 2016. Okay. Genau. Also es sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Und ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, und ich werde mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen und irgendwas behaupten, ob dieser Fleischzerlegebetrieb noch verhindert werden kann, ja oder nein. Ich persönlich, diese Haltung hatte ich schon immer, aber das nützt im Zweifel auch nichts, habe noch nie was davon gehalten, dort Logistikunternehmen anzusiedeln. So. Mhm. Aber das nützt Ihnen auch nichts. Okay. Wir belassen es erstmal dabei, das Thema kommt wieder, das ist ziemlich sicher. Herr Gerlach, es gab da oben die Frage, warum heißt das immer Rieselfeld? Will man das nicht eigentlich schlecht machen damit? Man könnte doch auch sagen, schöne Landschaft, gute Acker und den Wert sozusagen anders formulieren. Naja, also es war ja bis nach meinem Kenntnisstand bis 1985 Rieselfeld. Deswegen ist es unter anderem ja auch im Landeseigentum, weil Berlin im 19. Jahrhundert ja genau dort Flächen im Umland aufgekauft hat, um dort nach dem damaligen Stand der Technik eben Abwasser zu entsorgen. Es war also bis 85 Rieselfeld. Damit verbunden sind natürlich bestimmte Fragen. Also auch dafür dient natürlich die heutige Veranstaltung. Wir lernen dazu. Also ich nehme diesen Hinweis ernst und nehme das mit. Also das war bisher mein Kenntnisstand. Und mit dieser Rieselfeldnutzung sind natürlich verschiedene Fragen verbunden. Ist das eventuell auch eine schützenswerte, Struktur inzwischen? Das muss jetzt mit untersucht werden. Aber Rieselfeldnutzung muss man natürlich auch dann sich genau angucken, inwieweit das vielleicht auch altlastenbelastete Flächen sind. Das wird alles im Rahmen dieser vorbereitenden Untersuchung dann passieren. Okay, ich würde es an der Stelle, wir sehen uns wieder, versprochen, erstmal belassen wollen. Wir merken aber, wir haben noch ein paar Lücken, Herr Gerlach. Wir müssen noch bessere Informationen da einholen, damit wir besser wissen, worüber wir reden an dieser Stelle. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zum Thema Verkehr. Da bitte ich Sie noch einen kleinen Moment Geduld, dass wir, wahrscheinlich können wir Sie nicht abschließend beantworten, weil das Büro, das die vorbereitende Untersuchung Verkehr macht, jetzt nicht hier ist. Aber Herr Singer, Sie können bestimmt sagen, wird dieses Gutachten über, oder Herr Gerlach, ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden, über, sagen wir mal, die engeren Grenzen hinaus, geht es bis in die anliegenden Bezirke? Das war Ihre Frage. Herr Gerlach, möchten Sie vielleicht? Also ich gucke mal ganz Fragen Richtung Herrn Kirchner. Er könnte diese Frage wahrscheinlich besser beantworten als ich, weil
Dieses Gutachten wird von seiner Verwaltung bearbeitet. Gut, Herr Kirchner. Ja, das ist jetzt live. Ja, ich hatte das vorhin angedeutet. In der Verkehrsverwaltung wird eine Korridoruntersuchung gemacht. Die geht für den gesamten Quadranten zwischen Oranienburg und Lindenberg. Und da geht es tatsächlich nicht bloß um andere Bezirke, sondern auch um den Landkreis Barnim, um die Gemeinde Panketal, Bernau bis hoch nach Eberswalde. So, und das hat was damit zu tun, dass ja nicht bloß die Stadt wächst, sondern dass die gesamte Region wächst und gerade in den Umlandgemeinden ja auch kräftigst gebaut wird und kräftigst auch Zuzug gerade wieder stattfindet. Und deswegen macht es wenig Sinn, da ist völlig zu Recht vorhin darauf hingewiesen, hier nur so ein kleines Cluster zu betrachten, sondern man muss schon die gesamte Achse betrachten. Und das untersuchen wir übrigens in zwei Ebenen. Einmal was den ÖPNV betrifft, also entlang der Stettiner Bahn, da geht es um die Heidekrautbahn, da geht es aber auch um S-Bahn-Verbindungen und so weiter und was die Straßen betrifft. Gut, ich glaube, Daniela, Jule, haben wir alle Fragen ungefähr beantwortet jetzt im Moment. Dann würde ich Sie jetzt erstmal nach unten bitten. Vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende eines langen Abends. 2 Stunden lang Informationen, Diskussionen, auch Emotionen war spürbar. Das wird sicherlich auch ein Stück weit so weitergehen. Ganz spontan würde mich jetzt von Ihnen interessieren, wer von Ihnen, ganz spontan, ich verhafte Sie nicht, ich kenne Sie ja auch noch gar nicht, würde sagen, ich will wirklich teilhaben an diesem Prozess, ich will wirklich mitmachen. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die ich dann anschließe, ist, wer möchte eigentlich nur informiert werden? Also erste Frage, wer möchte wirklich teilhaben und mitmachen? Damit wir ein Gefühl für Menge auch bekommen. Oh, das sind doch einige, das ist doch schön, oder? Daniela freut sich, das ist gut. Wer von Ihnen möchte nur informiert werden? Das reicht. Okay, das ist ungefähr, ein bisschen weniger, aber ungefähr die Hälfte. Wir werden versuchen, beides gleichermaßen gut zu machen. Es ist, soll nicht so sein, dass nur die immer da sind, auch einen Einfluss haben. Sie sollen immer die Möglichkeit haben, sich jederzeit in diesen Prozess einzuklinken. Wir haben das gemeinsam so designt, dass es keinen Closed Shop gibt. Die Bürgerwerkstätten sind immer offen für jeden. Und das heißt für Sie aber eben auch, Sie müssen Zeit mitbringen, und Sie müssen vor allem Ihr Know-how mitbringen, weil wir glauben, Sie haben jede Menge Ahnung. Jetzt hat Herr Lang, hat eröffnet, beinahe das Schlusswort. Herr Lang kann noch einmal sagen, was die nächsten konkreten Schritte sind, abgesehen vom 1. April, den wir schon angekündigt haben. Und dann würde ich gerne noch mal ein Feedback haben von einigen der Bürgerinitiativen, die ja eigentlich das Ganze hier mit angezettelt haben. Herr Kastanzowitz oder wer auch immer. Herr Lang. Also ich schaue mal auf die Uhr und mache es deswegen kurz. Jetzt kommt das, was heute alles angekündigt wurde. Und ich sage mal, 1. April, nächste Werkstatt, April, Mai, weitere Werkstätten. Vor der Sommerpause gibt es hoffentlich einen gemeinsam arbeitenden Entwurf für den Beteiligungsprozess. Nach der Sommerpause fangen wir an, die ersten Zwischenergebnisse zu diskutieren aus der vorbereitenden Untersuchung. Ich habe nicht das letzte Wort, bin ich auch so gewohnt. Ich finde es auch richtig, dass die Initiativen gleich nochmal Gelegenheit haben zum letzten Wort. Von meiner Seite deswegen nur bis hierhin schon mal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich auf die nächsten Runden. Bis bald. So, ich gehe jetzt einfach noch mal ganz kurz zu Frau Landgraf. Bleiben Sie noch 2 Minuten da, wir sind fast fertig. Frau Landgraf, ist es das, was Sie erwartet haben heute Abend? Also sehr viel Input gekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ganz viele so viel Ausdauer hatten, mitgemacht haben, zugehört haben, kluge Fragen gestellt haben. Wir sind, wie Sie sagen, wirklich noch nicht am Ende. Wir müssen über ganz viel sprechen, über Frischluft, über Natur, Umwelt, Flora, Fauna. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das erhalten bleibt. Und alle anderen total wichtigen Themen rundherum, die heute auch kamen, ebenso im Fokus behalten, wie wir das heute gemacht haben. Okay. Kommen Sie gesund nach Hause und kommen Sie bald wieder, spätestens am 1. April. Danke.